unendliche Liebe. Glaub es, dies hat die richtige. Und bis dahin, tat dann ist es hat die richtige. Get you come, tag deine Sympathien. Glaub es, mit ihr. Willkommen zur ersten Version von Blaugard FM meets VTV. Weltpremiere. Weltpremiere, wir sind gekapert worden. Genau, wir sind Vereins TV, dementsprechend gekauft. Und absolut abhängig und subjektiv. Genau. Also wir haben uns verkauft, wir haben wirklich nicht mehr unser Blaugrad TV durchgezogen, sondern VTV. Genau. Wir haben heute diverse Sachen vorbereitet. Einspieler, Video-Einspieler. Im Radio begrüßen natürlich auch die Gäste vom Empfangsgerät. Und wir werden die Spieler, die neuen, vorstellen. Genau, wir werden ein bisschen schauen, was sie mit dem neuen Stadion tut. Wenn wir ein paar Informationen kriegen von unseren Gästen, hoffentlich. Themen. Genau, dann schauen wir, wie der Kader ausschaut, 2019-20. Und dann gehen wir voraus, dass 2,5 Stunden wie im Flug vergehen werden. Genau, also die Radiohörer, die jetzt nicht da sind, werden die letzte halbe Stunde verpassen, aber ist irgendwann einmal dann nachzuschauen auf jeden Fall. Genau, ich gehe davon aus, dass die meisten Radio-Leute nicht da sind, Gott. Wahrscheinlich. Weil es außer beim Radio sitzen. Aber Radio es sind viel, für die Radio-Zuhörerinnen und Zuhörer sind viele Leute, das gefällt uns sehr. Wir werden auch schauen, ob wir dieses Format vielleicht das ein oder andere Mal fortsetzen können. Wann die Resonanz da ist, schauen wir mal. Aber bis jetzt schaut es ganz gut aus. Genau, und wir kommen dann gleich zu den Gästen. Ja, genau. Vogel, fangst du an, dass du den ersten Spezialgast an? Wir müssen den Schien wieder so rein. Mit der Nummer 1, David Wimleitner! Willkommen zurück! David, schön, dass du da bist. Erstes Mal glaube ich, dass nicht die Polizei uns filmt, wenn wir gemeinsam im Fernsehen sind. Bestimmt, ja. Aber schön, dass du da bist. Bitte sind Sie zu meiner Linken da, also meiner Linken bitte. Genau. Wir haben die Akte, wir haben keine Freiheit, wo der schon steht. Okay. Genau. So, der nächste Stargast ist mit der Nummer 21. Ein Rückkehrer, Konstantin Tino Wabra. Tino, erstmals zurück. Wir freuen uns alle sehr. Ich glaube, wir können für uns alle sprechen. Wir freuen uns alle sehr, dass du da bist und uns mit deinem Know-how und auch mit deinem Wesen wieder dorthin bringst, wo wir hingehören, nämlich in die Champions League. Früher oder später. Und ja, bitte, der nächste, einer fehlt noch. Einer fehlt noch mit der Nummer 3. Goran Gogo Djuricin. Bitte setz dich gleich hin, natürlich in die Mitte, wie so sich gehört. Ihr habt die brennenden Stühle gekriegt, wir haben die bequemen gekriegt. Wie so sich gehört heute. Unser erster Themenblock wird das neue Donauparkstadion sein. Ist natürlich jetzt die brennendste Frage, die vielen Fans unter den Nägeln brennt. Es stimmt wirklich, wirklich, also wirklich, wirklich. Ja, es stimmt wirklich, wirklich. Wie war das für dich? Du hast dann am Vortag das erfahren oder wie ist das gelaufen? Nein, am Vortag eigentlich nicht. Es war wirklich strengst geheim. Es war diese Gespräche so, dass eigentlich einmal ausloten war, ob sie der Lask das vorstellen kann, dass sie wieder auf die Google gehen, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. Und da waren selbst bei diesem Verein die engsten Leute nicht eingeweiht. Und weil es einfach die Angst gehabt hat seitens der Politik, dass das Ganze platzt und es nach außen geht. Und dann ist aber irgendwas nach außen gedrungen im Laufe dieser letzten Woche, also vergangenen Woche, glaube ich, oder vor 2 Wochen war es, glaube ich. Und dann ist das Ganze relativ schnell gegangen und der Luca Klaus hat mich in der Früh angerufen, glaube ich, 7 in der Früh, und hat gesagt, du, ich muss dir was erzählen. Und so ist das Ganze dann zustande gekommen, ja? Also wie es wir erfahren haben. Um 7 geht man beim Bürgermeister ans Telefon, oder?
Warst du schon wach? Nein. Ich hab's zuerst für einen Scherz gefallen. Nur, dass ich noch irgendwo dran. Aber du hast ihn eingespeichert, oder? Ah, Luca Klaus eingespeichert? Ja, ja. Mit Foto? Also wir sind alle noch, ich bin auf jeden Fall total geflasht. Ich glaube, es gibt keine Radiosender, wo ich nicht gesagt habe, ohne den neuen Donaupark werden wir früher oder später untergehen. Also da bin ich vollkommen überzeugt, dass uns die Google in der Form gekillt hätte. Wie ist jetzt der weitere Zeitplan? Gibt es da schon Planungen, Architektenwettbewerbe oder sonstiges? Nein, jetzt, wie es letztens auch schon besprochen worden ist, im Zuge der Mitgliederversammlung, wo der Markus Eidenberger von der Immobilien Linz Gesellschaft, die ja dann für den Bau verantwortlich sind, schon gesprochen hat, ja, dass jetzt einmal geschaut werden muss, was für Synergien es ergibt. Es gibt ja das Thema Lutz da noch in unserer Nähe, ob da sich auch noch irgendwas für Synergien ergeben. Geschaut werden muss, wie die Platzthematik ist. Also wir brauchen definitiv noch ein bisschen Platz im Donaupark, weil das Areal doch um ein Spur zu klein ist, circa um 20 Meter brauchen wir noch, wenn man den Platz dreht, dass wir hinten oder vorne raus nur 20 Meter bekommen. Da muss man schauen, wie wir die kriegen, oder die werden wir auch kriegen, aber über Synergien oder so. Und das sind einmal die ersten Themen. Dann ist das Thema, wie geht man jetzt mit der Situation um, falls der LASK umbaut oben im Stadion. Das sind auch Themen, wie der Ablauf geregelt wird oder so. Und dann natürlich auch, was passiert, wenn wir von oben rausziehen müssen. Also wir haben ja die Möglichkeit noch nach 2020, also am 1.7.2020, noch 3 Jahre ganz normal diese Sachen oben zu benutzen, also Trainingsgelände und Spielstätte. Natürlich je schneller wir da raus sind, desto besser, glaube ich, für uns und auch für den LASK. Und da wird halt jetzt geschaut, ob es da irgendwas für Lösungen in diese Richtung gibt. Und ja. Und Architektenwettbewerbe zu nicht geben. Also es wird einmal grundsätzlich wird jetzt einmal geschaut, was für Möglichkeiten es im Donaupark gibt. Und dann wird natürlich der Verein dementsprechend mit eingebunden. Dann auch die Fans und die Mitglieder, dass wir ein ordentliches Donauparkstadion bekommen, wo sich ja jeder wohlfühlt. Das ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Und der Architektenwettbewerb nehme ich einmal an. Also es gibt zwei Möglichkeiten, nämlich einen Architektenwettbewerb oder eine Ausschreibung. Und der ist auch nicht entschieden, was für Richtung das gehen wird. Aber diese Information, wie gesagt, wann es soweit ist, werden wir es auch austragen. Aber das ist noch nicht entschieden. Aber es sollte im Idealfall, sollte das eine Planung definitiv im Herbst noch geben. Und schauen wir, wie schnell das geht, aber realistisch ist jetzt auf die Frage, wie lange das Ganze dauert. Also realistisch wäre eine Planung und dann anschließend ein Einzug mit der Saison 2022-2023. Alles klar, aber Vorgabe ist Bundesliga tauglich. Das ist die Vorgabe, genau, seitens der Politik, seitens von uns, Bundesliga tauglich. Das ist uns auch zugesichert worden. Das heißt 5000 Zuseher aufwärts. Genau, richtig. Würde sich natürlich auch anbieten, das muss man auch anschauen, ob es nicht eben auch, dass man schaut, vielleicht Richtung UEFA Cup natürlich auch das Thema ist, UEFA Stufe 3, also 4 wird nicht gehen, das ist ja 8000 aufwärts, das ist die höchste Stufe, aber 3 würde gehen, ich glaube, das sind derzeit 4500 überdachte Sitzplätze, muss man schauen, ich glaube, das ist nicht so viel Unterschied zu Bundesliga tauglich und das wäre natürlich auch, wenn wir das so hinbringen würden, wäre natürlich perfekt. Also das heißt Europa League möglich? Für Stadion? Nein, bei Europa League bin ich mir da jetzt nicht sicher. Also zumindest die Qualifikationsspiele wären möglich. Also mit UEFA 3. Also das wäre möglich und ja, dann schauen wir. Dann schauen wir, wie schon gehört, Champions League, da müssen wir halt schauen, ob wir dann regelmäßig in der Champions League sind, dass wir halt dann irgendwo noch aufstocken oder so. Ja. Nein, wir haben nämlich im ASB, im Austrian Soccer Board, Fragen gesammelt. Und da war zum Beispiel wird das Stadion dann so gebaut, dass das theoretisch ausbaufähig wäre? Sollten wir dann Champions League Halbfinale spielen und dann kommt was hin? Ja, Liverpool. Ich schätze mal, dass wir dann. Wir haben 8000 Leute. Ja. 8000, habe ich, oder? Habe ich es richtig gehört? Also nur 8000 Leute, das wird schwierig, glaube ich. Ja, also das, für, sagen wir mal, regelmäßig Champions League werden wir es doch schon.
sprengen oder heben. Und da bei Wichling dann. Nein, aber Wichling gehört auch zu Linz, also wenn man halt... Vor allem immer das Thema der Intertraining, weiß man da schon irgendwas, kann man da irgendwie die Ohren essen oder... Genau. Ja, das müsst ihr halt dann irgendwer für euch übernehmen. Nein, also da Intertraining war eigentlich kein Thema bis jetzt bei den Gesprächen, also es war eher dieses Synergien-Nutzen mit einem Standard-Lutz, aber das ist auch alles nur in der Gesprächsphase. Also das ist eh genau das, was auch bei der Mitgliederversammlung schon besprochen worden ist. Ja. Oder der Plan wäre Donaupark-Stadion und auch Trainingsgelände daneben, oder? Nein, das geht sich nicht aus. Also zudem sind keine Plätze da. Also das Wissen, dass wir da noch Trainingsmöglichkeiten, also eine Trainingsanlage brauchen. Und das wird auch ein Thema sein, aber da wird auch momentan viel Gehirn gewichst, auf Deutsch gesagt, und aber noch nichts Konkretes. Das ist logisch, weil es einfach so schnell jetzt gegangen ist. Und da haben wir ja noch Zeit. Wir haben auch die Trainingsmöglichkeiten, die ja top sind im Stadion. Die sind uns ja zugesichert worden, also über 2020, wie ich gesagt habe, 3 Jahre dann noch weiter. Und schauen wir mal, was sich dann in dieser Zeit ergibt. Gogol, als Trainer, wie viel ist so ein enges Stadion, wie viel ist das wert? Ich meine, du wirst weniger gehört werden vielleicht dann, wenn die Leute lauter sind, aber kann man das in Punkte ungefähr ausdrücken oder was gibt es der Mannschaft, wenn die Leute wirklich da nah sind dran? Grüß euch alle miteinander mal. Ja, es kann schon einiges bewirken, natürlich. Ich kenne das Stadion jetzt nicht, wo wir hinkommen. Und ich glaube, für einen Trainer ist es schwierig, 3 Jahre nach vorne zu schauen. Aber für den Verein. Wir hoffen ja da. Also natürlich, aber wir wissen alle, wenn wir realistisch sind, wie die Zeit ist für einen Trainer, meistens zwischen 1 und 1,5 Jahren, leider Gottes, in Europa. Also, fangen wir jetzt schon an zu sagen. Noch 3 Monate. Aber ich freue mich irrsinnig für den Verein und wer weiß, was passiert im Leben und was kommt. Würde mir natürlich wünschen, dass wir das gemeinsam schaffen, dieses Projekt. Aber ich werde natürlich überall, wo es geht, helfen oder einen Rat geben oder wie auch immer, aber ich denke, so ein Heimstadion ist schon sehr, sehr wichtig für die ganze Kultur, für die Fans und für die Mannschaft. David, nochmal zu dir zurück. Ist mit Lutz und Reiker, sind da schon Tische geplant, wo man sich zusammensetzt? Weil die Reiker ist ja doch ein Big Player in dem ganzen Stakeholder, wie das der kleine Wölzer so schön gesagt hat. Gibt es da schon solche Pläne, wie man sich zusammensetzt und das dann? Nein, also das ist ja, glaube ich, seitens der Stadt, also die Erstgespräche, die stattfinden. Jetzt muss man mal schauen, ob da Interesse besteht, ob Interesse signalisiert wird seitens der Politik oder dann die Vermittlung seitens der Politik. Und dann, wenn das soweit ist, wird es sicher Termine geben und Gespräche geben. Ja. Aber die Reiker redet auch mit Blau-Weiß. Definitiv, ja. Na Gott sei Dank. Am Punkt hier, der mir gar nicht einfällt, vielleicht kannst du irgendwas vorne zwischen. Naja, ich meine, die allerwichtigste Frage ist, wie schaut es mit einem Beisel aus? Also ich meine, hallo, das ist natürlich... Ein Heisel oder Beisel? Beisel oder Beisel? Da gibt es eine Anschlussfrage ans Heisel, aber Beisel ist mir immer wichtig. Sowas wie ein selbstverwaltetes Fan-Beisel, wie das Fleck ähnlich auf der Philips-Tribüne funktioniert. Fanräume, was ist da angedacht oder was sind deine Wünsche? Weil ich kenne ja, du wirst ja einer der besten User wahrscheinlich. Vom Heisel oder vom Beisel? Vom Heisel und vom Beisel wahrscheinlich. Ja, also grundsätzlich wäre das schon ein Wunsch seitens des Vereins. Jetzt muss man einfach mal schauen, was gibt der Platz da unten her. Das muss man ganz offen sagen, was ist möglich. Das muss jetzt mal ausgelotet werden. Aber für uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen ist, dass da immer ein Lokal runterkommt. Ich sage jetzt nicht Beisel, aber Lokal. Ja. Das auch nicht bei den spielfreien Tagen auch offen haben könnte. Genau. Also keine Kantine, sondern, oder wir das festmachen, keine Kantine, aber sondern ein Lokal. Ja, die Kantine wird ja dann in der Regel am Spieltagen offen haben und ein Beisel. Oder dann vielleicht. Genau. Das soll was sein, das auch abseits der Spieltage offen hat. Definitiv, ja. Genau, wir haben ja da jetzt noch, glaube ich, 3 Millionen Euro, die der Verein aufstellen muss, soll, wenn man den Zahlen glauben darf, die kolportiert werden. Gibt es da, weiß ich nicht, wie bei Union Berlin, Crowdfunding, wenn wir dort gegen einen gespielt haben, gibt es da schon irgendwelche Ideen, manchmal ein bisschen bald? Das ist ein bisschen bald. Es gibt natürlich diverse Möglichkeiten,
wie man das machen kann, aber das ist noch ein bisschen bald, das Ganze zu besprechen. Es laufen natürlich schon in diese Richtung Gespräche und ja. Ich glaube, da gibt es jetzt einen Verein, der die Pissoirs einzeln verkauft und so. Also das finde ich ganz interessant. Also man darf sich dann das MC Fantastico Pissoir zum Beispiel. Hier schiffen sie auf den Vogel. Also das finde ich ganz spannend eigentlich. Also ich weiß nicht, wer das war. Hilft man sich irgendwie aus dem Publikum? Kann er? Wo ist? Dann weiß ich. Der Vogel hat eine Frage aufgenommen, die sehr spannend wird. Wird es Skyboxen geben, David? Ob es Skyboxen geben wird, kann ich nicht beantworten. Nein, aber es ist schon auch ein Wunsch des Vereins, dass diese auch gibt. Ich meine, es ist eh kein Geheimnis, dass du alles bedienen musst von bis in einem Stadion. Und es ist ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor, diese Skyboxen. Und deswegen ist es auch vom Verein gewünscht, dass wir die haben und bekommen werden. Ja. Was wirkt sich das jetzt schon bei den Sponsoren aus? Die neuen Nachrichten? Oder tut man sie leicht? Ich meine, da fällt uns jetzt der Wischi-Wischi-Wasch. Ja? Ja, aber das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Ich glaube, jetzt wegen anderthalb Wochen wird sie so nicht so groß Aspekt haben. Ich hoffe ja doch. Welches Bier ist geplant? Das wurde auch schon diskutiert im Maisbier. Bier ist total. Also, wenn wir im Maisbier gesagt haben, welcher Bier ausgeschenkt wird, ist eine entscheidende Frage. Hallo. Ja, aber wirklich. Das finde ich auch nicht unwichtig. Ja. Aber ich kann es noch nicht sagen, welches. Also Aachen ist nicht geplant. Das ist der Eidenberger ist jetzt der Stadtplaner. Habe ich das richtig verstanden? Und der ist der Geschäftsführer der Immobilien Linz GmbH, die ja für die Stadt Linz Bauwerke pro Jahr um 900 Millionen abwickelt oder insgesamt um 900 Millionen abwickelt. Und ich glaube, da wird das Stadion wird sehr ausgehen, also wir haben drinnen sein, nein. Aber das ist wirklich ein super Typ, ein riesen Blau-Weißer zu dem, was ja nicht zu unserem Nachteil sein sollte. Was die gehen 900, ist es Hausmeisterdienste dazu oder soll das alles neu bauen? 900 Millionen. Ich glaube nur Hausmeisterdienste. Facility Management heißt das nicht. Ja, wir haben ein dicht gedrängtes Programm, deswegen werden wir jetzt dann auch schon mit dem ersten Einspieler. Glaube ich, anfangen. Oder Michael, hast du noch eine Frage? Nein, ich bin dabei. Na, vor allem, dass unsere zwei anderen Gäste dann auch ein bisschen zum Reden kommen. Baby Boy, lässt ja das Mikro kaum los, damit man kennt man wie ich halt. Wir werden jetzt einen Einspieler machen für die das nachher im Fernsehen sehen werden, auf den YouTube-Kanälen, wo man es dann abrufen darf und kann. Und für unsere Leute im Studio, also nächstes Mal kommt es lieber her, dann seht es mehr. Es reimt sich an, was sich reimt, ist gut. Für die Radiozuhörer gibt es zwei Nummern, die wir spielen. Was neu ist einmal, Dropkick Murphys. The Workers Song, also auch für die da sind, die können es gerne noch einmal runterladen im Radio, also gute Musik wird natürlich gebracht. Und Rand am Plan mit Torpedo Hamburg. Der erste Einspieler wird der Wordrap von unseren neuen Spielern sein. Und im zweiten Themenblock werden wir uns da ein bisschen mit dem Gogo und mit Dino vor allem unterhalten, wie es ausschaut mit den Eichen und ich würde sagen, Mats ab. Wenn ich wusste, hätte ich mir meine Haare gemacht. Michael Brandner. Stefano Sardanovic. Turgay Gimicibashi. Simon Kasperlmeier. Fabian Schubert. Kostic Alexander. Oliver Philipp. Philipp Omer. Andreas Tokic. Daniela Mitrovic. 17. 86. 8. 4. 23. 13. 14. 41. 10. 9. 6er, zentrales defensives Mittelfeld. Rechter Flügler. Außenbahnen. Mittelstürmer. Offensiver Run. Torwart. Zentrales Mittelfeld. 10er, Stürmer, Außenspieler, alles. Flügelspieler. Defender. Mehr Spielzeit wie letzte Saison, mehr Tore wie letzte Saison und mehr Assists wie letzte Saison. So viel spielen, wie es geht und ja, und gesund bleiben. Im oberen Drittel mitzuspielen und vielleicht auch die Großen oben zu ärgern. Oberes Tabellendrittel. Mit der Mannschaft so weit oben wie möglich zu stehen. Da müssen wir bleiben und überlegen. Gute Saison spielen. Verletzungsfrei bleiben und hoffentlich Einsätze bekommen. Top 3 und dass wir uns alle persönlich weiterentwickeln können. Top 3 und der Mannschaft weiterhelfen. Also ich höre eigentlich unterschiedliche Lieder, aber meistens irgendwas von Eminem oder so, nachdenklicheres, wo ich mich voll fokussiere. Ich höre gerne türkische Musik vorm Spiel.
habe kein bestimmtes Lied, was ich vor dem Spiel höre. Man lacht. Kein konkretes. Deutschrap, auf jeden Fall. Prinzessa, Capital Bra. Ballermann-Musik mag ich. Das, was in der Kabine läuft. Im Sommer gar nichts, im Winter eher Sauna. Dampfbad. Sauna. Dampfbad. Sauna. 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 Dampfbad. Sauna. Sauna. Ich glaube, mein letzter Kinofilm, irgendwas mit Fast and Furious, glaube ich. 8 oder so. Ja. Ja, schön. Jürgen Wetter. Serbischen Film. Der Purge, glaube ich. Ja, der Purge. John Wick 3. John Wick. Guardians of the Galaxy, glaube ich. Fuck you, Goethe. Jürgen Wetter. Ehrlich gesagt, ich kenne beide nicht wirklich, aber ich glaube Kranke. 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 Waren leider beide vor meiner Zeit, waren beide super Spieler, aber ich würde sagen eher Prohaska von meiner Position her. Krank. Prohaska. Eher Prohaska, hätte ich gesagt. Kranke. Was ist das? Lewis Hamilton, der ist am schnellsten. Hamilton. Stefano Stojanovic. Michael Schumacher. Häkkinen. Lewis Hamilton. Sebastian Vettel. Michael Schumacher. Hamilton. Niki Lauda. Ich trinke keinen Alkohol, aber ich glaube Bier, weil so Bier zählt und so. Eigentlich sowas eher Bier. Beides eher nicht gut für Fußballer, aber Wein dann eher Wein. Bier. Keins von beiden. Wasser. Keins von beiden. Was? Was? Bier. Bier. Wein. Fahrrad. Ja, Fahrrad. 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 Ja, E-Scooter. Fahrrad sind sportlich. Fahrrad. Fahrrad. Weiß. Wenn, dann Fahrrad. Fahrrad. Ich würde mir freien nicht gerne hören, aber Fußball ist schon sehr wichtig für mich. Fußball natürlich. Fußball. Fußball mit Unterstützung der Frauen. Ich liebe meine Freundin genauso viel wie Fußball, aber ja, also beides ohne Frau geht nicht und sie unterstützt mich dabei allem und deshalb beides. Freundin. Fußball. 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 Sehr interessant und ich glaube, das, was jetzt da entschieden worden ist, ist für alle Seiten das Richtige und ich glaube, jetzt kann sich jeder darauf freuen, was da entsteht. Ja, hat sich jetzt so ergeben. Ich finde, das ist eine sehr gute Wahl, dass das jetzt so gekommen ist für Blau-Weiß, also mit dem Bundesliga-tauglichen Stadion und so, also kann richtig gut werden. Super, also was ich gehört habe, soll sehr schön werden und ich freue mich drauf. Sehr schönes Stadion. Weiß ich jetzt nicht genau, aber der Verein gefreut sich, also das dürfte nicht so schlecht. Ich kenne mich noch nicht so aus, aber passt gut, glaube ich. Schön und freue mich drauf. Schön. War ich noch nicht. Macht eine gewisse Stimmung im Stadion, im gewissen Ausmaß, auch für uns Spieler, gehört dazu. Kein Verbrechen? Kein Verbrechen. Muss. Gehört zum Fußball dazu? Kein Verbrechen. Nepotism. Kein Verbrechen. Kein Verbrechen. Kein Verbrechen. Groß. Vorwärts. Föst. Nein, das müssen wir schneiden. Ich kann mir bitte nicht mehr schneiden. Darf ich nochmal, bitte? Groß. 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 Haben wir schon gelernt. Groß. 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 Sehr gut. Ja. Unsere neuen Spieler haben wir da jetzt gesehen. Gogo, Krankl oder Prohaska? Weißt du das noch? Kennst du, ich kann dir die erklären. Prohaska war der elegantere. Ja, aber Krankl hat mir gut gemacht. Ja, es ist schwierig, das ist das Spiel. Gogo, du bist ja noch, hast du das noch nicht in die Radiosendung von uns leider geschafft, jetzt das erste Mal da, schön, dass du da bist. Ich habe da natürlich google ich dann immer in Wikipedia, wie man das halt so macht. Dein Polizeisportverein hast du angefangen. Wie ist das so? Ja, ich bin ein Kaisermüller, ein Gebürtiger. Das wird man kennen vom Kaisermann Blues. Und da gibt es zwei Sportplätze, den SV Donau und die Polizeisportanlage. Und SV Donau habe ich mich angemeldet mit meinem
Vatern. Also wir wollten uns anmelden dort und sind im Regen gestanden, wie man so schön sagt. Und da ist gerade eine Stunde keiner gekommen. Sonst bin ich zur Polizeisportvereinigung gegangen. Mir war es wurscht wo. Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich, dass das... Das kennen wir dann nachher, nachdem dann das Radio ausgesendet hat. Achso. Möchtest du ihn wiedergeben, den Spruch? Kann man nicht mehr erinnern. Der David wird uns noch erzählen, vielleicht findet er den Weg ins VTV. Der Marco, dein Bruder, ist jetzt beim KSC. Jawohl. Ganz neu, wie schaut es aus? Der Hertha, glaube ich, immer schon in der zweiten gute Leistungen gebracht. Wie verfolgst du das oder bist du öfter unten? Ja, natürlich. Wir hören uns täglich eigentlich und ich freue mich sehr, dass er jetzt dort runtergekommen ist. Er wollte wieder in die zweite Liga zurück, nach Deutschland. Überhaupt heuer ist die Liga, glaube ich, sehr spannend und sehr prominent besetzt. Und ja, er will unbedingt vor 40.000, 50.000 Zuschauern wieder spielen. Das war in der Schweiz nicht der Fall und deswegen freue ich mich für ihn und ich hoffe nur, dass er verletzungsfrei bleibt. Na, Hauptsache der HSV steckt nicht auf, aber gut, alles war ein anderes Wurscht. Andere Kinder hast du noch? Oder? Ja, Tochter. Ah, Tochter. Die anderen dürfen nicht aufzählen. Frau schaut er sicher an. Eben. Nein. Tochter, Alice ist 21 und der Sohn ist 26. Spielt auch Fußball die Tochter? Nein. Gott sei Dank nicht. Gogo, du bist in. Wo wohnst du aktuell? In Linz. Nein, in Linz eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Altenberg. Altenberg, schön. Ja. Altenberg. Ja. Wir sagen Altenberg. Ja, bis vor 10 Sekunden habe ich gesagt Altenberg, aber jetzt sage ich Altenberg. Nein, Altenberg lassen wir nicht sagen. Altenberg. Das kannst du ihm vertrauen, er ist ein Neuförtner, also er ist wirklich ein Urgestein. Ich tue mir ein bisschen schwer mit den Namen in Oberösterreich, ja. Mit den Städten. Also ich habe meinen Bekannten, das sind Verwandte von meiner Frau, habe ich erzählt, ich habe einen Termin gehabt bei einer Logopädin, weil ich mit der Stimme Probleme hatte und ja, fragt mir die Bekanntschaft, wo warst du denn jetzt da bei der Logopädin, wo ist die? In Steiereck. Und sie sagt, wo? In Steiereck. Sagt sie, sag einmal, was redest du, wo warst du? Und dann ist draufgekommen, dass ich Steiereck mache. Ich bin Steier, da war ich ja vor ein paar Jahren und deswegen ist nicht der Name Steier bekannt, aber dass es dann Steiereck heißt, auf das war er nicht gekommen. Und dann gibt es noch einen Namen, den ihr ganz anders nennt, ich sage Will Hering. Da haben sie auch schon gejagt. Also, ich habe nicht gewusst, dass man Willering sagt. Dass man das Haar einfach schluckt, das habe ich nicht gewusst. Nein, jetzt Steier, warst du ja fast 4 Jahre, glaube ich, hast du gespielt, oder? Nein, gar nicht, ein Jahr. Ein Jahr? Wikipedia ist vollkommen falsch. Also, ja, komplett falsch anscheinend. Also du brauchst deinen eigenen Wikipedia schreiben. Okay, gut. Was hast du denn geschrieben von dir? Über? Ich habe keine Ahnung, ich immer Wikipedia schreibt. Nein, das frage ich jeden Radikast, ob die wissen, wer das geschrieben hat über sie. Nein, ich schaue mir das auch nie an. Okay. Vor Jahren hat man es einmal angeschaut, aber keine Ahnung, wer da was reinschreibt. Keine Ahnung. Und wenn der Logopädin wegen der Stimme reden wir noch nachher. Also da könnte ich vielleicht eine gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Stimme ist sehr. Dankeschön, ja, das ist eine nette Logopädin. Ja. Genau. Zum neuen Kader, Dino, vielleicht hast du da alle ausgesucht oder hast du die vorbereitet, gesagt oder hast du die alle schon kennt oder ist der Gogo und der David mit Vorschlägen schon gekommen? Oder wie läuft das bei euch? Ja, ich bin ja schon eine Zeit lang länger involviert, als was ich jetzt wirklich fix da bin. Also der David und ich haben die ersten Gespräche schon im April, glaube ich, geführt oder so. Und ich habe dann zum David gesagt, ja, wenn wir das jetzt im Sommer machen, dann macht es ja nur Sinn, wenn ich jetzt sofort anfange, weil dann nach der Transferzeit einen Sportdirektor zu installieren, macht jetzt für die Saison jetzt dann nicht mehr so viel Sinn. Und der David hat dann mit meinem Ex-Chef, mittlerweile Ex-Chef, halt geredet, aber... Ja, ich will ihn auch nicht aussprechen, den Namen. Ex-Chef, passt nicht. Ex-Chef. Nein, der David hat dann gefragt, ob er überhaupt mal mit mir reden darf, beziehungsweise 2 Wochen später dann, ob er mich halt freistellt für die 2 Monate jetzt noch. Und das hat er gemacht und bin eigentlich auch sehr dankbar, oder wir eigentlich alle. Dann habe ich eigentlich sofort im Hintergrund starten können, habe meinen Trainer sofort getroffen. Wir sind dann in den Kader durchgegangen und haben gesagt, okay, an welche, wo wir halt ansetzen müssen oder wollen. Und ja, so haben wir eigentlich zu dritt die Kaderplanung jetzt für den Sommer durchgezogen. Und ich habe halt dann, wir haben uns das dann ein bisschen aufgeteilt, auch der David und ich mit den Gesprächen. Und ich habe da mein Know-how spielermäßig halt eingebracht und mit dem Trainer halt dann immer besprochen. Vielleicht gehen wir einfach einmal die Neigen im Kader durch und vielleicht könnt ihr uns erzählen,
warum derjenige verpflichtet wurde. Das war ganz, also ich fange an mit Danilo Mitrovic, ein sehr, sehr spannender Transfer, wie ich finde. Wessen Mist ist der gewachsen? Da kann ich vielleicht am ersten was dazu sagen. Ich habe heute in meiner Tätigkeit als Berater dessen Berater kennengelernt. Das ist ein Wiener, der serbische Wurzeln hat. Und der hat sehr gute Spieler in Europa, bei Benfica Lissabon und so, welche die 20 Millionen Marktwert haben. Und der hat immer wieder eigentlich die Top-Talente aus Serbien. Und der ist halt, wie er dann gewusst hat, dass ich jetzt bei Blau-Weiß was mache, hat er gesagt, ich hätte aber einen interessanten. Und ich habe ihn Danilo aber vorher eigentlich auch schon mal gesehen, bei der U17-EM. Also ich habe den Spieler schon gekannt. Und er hat gesagt, er hat so gute Kontakte zu dem Verein, dass man den eigentlich für null unter Anführungszeichen oder für Beteiligung wird rauskriegen aus dem Club, weil er dort immer gewisse Deals macht. Und ja, da sind der David und ich dann gleich angegangen. Wir haben gesagt, so ein U18-Teamkapitän von Serbien ist halt normal schwer, dass der in die zweite österreichische Liga kommt, auch wenn er noch sehr jung ist und auch wenn er noch eine Zeit braucht wahrscheinlich, bis er da Fuß fasst, aber er ist halt wirklich sehr jung und man hat es auch, glaube ich, schon die ersten Wochen, da hat es der Trainer auch schon gesehen, was er für Potenzial hat. Ich sage, ich weiß nicht, ob es ganz für einen Top-Top-Spieler in Europa, weiß ich jetzt nicht, natürlich, ob es reichen wird. Nein, aber das sage ich wegen seiner Größe, einfach weil er ist Innenverteidiger, das muss man einmal sagen. Also er ist, glaube ich, 1,84 oder so. Und ich sag, ja, das ist riesengroß, ich bin 1,83, okay. Also. Ja, wie gesagt, die schaut auch die Top-Verteidiger in Europa. Da weiß ich nicht, ob es hingeht, aber ich sage, für uns, glaube ich, ein sehr guter Spieler oder kann ein sehr guter Spieler werden. Und ja, da war, glaube ich, jetzt schon bewiesen, dass er ihre Sprungkraft hat und dass die Größe da jetzt nicht so entscheidend ist. Das weißt du erst wissen, oder? Ich habe jetzt die Sprungkraft nicht gehabt. Und war kleiner. Aber was waren jetzt, wie du sagst, ich meine, das ist ja wahrscheinlich ein Nationalspieler in der U18 und das Kapitän. Ich meine, ich würde jetzt nicht kleiner werden, wie wir sind, aber warum kommt der zu Blau-Weiß? Was muss ich dem erzählen, dass der zu uns kommt? Nein, der hat. Das war der Trainer Jugo gehabt. Ja, das ist sicher nicht so ein unwesentlicher Punkt, was der Trainer sagt, weil er war ja schon mal vorher da, was wahrscheinlich von euch keiner weiß, aber er war ja schon, glaube ich, 10 Tage da einmal, oder eine Woche war er sogar schon mal da. Wann war der? Im Mai oder so. Ja, er hat sich das angeschaut und war mit dem Berater da, hat sich das angeschaut und den Trainer kennengelernt und hat halt ein extrem gutes Gefühl gehabt bei dem Club und wollte dann eigentlich selber so, also er war ja dann wieder daheim, hat wieder die Meisterschaft fertig gespielt und hat dann immer zu seinem Berater gesagt, nein, er will eigentlich vorher. Er will da den nächsten Schritt machen und so ist das Ganze. Ich meine, ich verstehe das prinzipiell nicht voll. Also wenn du mit dem Verbierungs aktiv bist, dann kannst du ja nicht mehr aus. Ich bin gespannt. Also der Danilo Mitrovic, glaube ich, ein Spieler, der uns perspektivisch viel Freude bereiten kann. Ich sage auch gleich dazu, den muss man jetzt da Zeit lassen, also nicht früher warten. Also das ist ein 2001er Baujahr, das ist noch wirklich sehr jung, da gibt es noch nicht viel in der zweiten Liga, die 2019er, die Stammspieler oder irgendwas sind. Nein, wir haben ja generell in dem Transferfenster sehr wenig verteidigt, gut eigentlich. Gut, an? Sehr wenig. Verteidigt gut. Sehr wenig. Ja, wir haben sich das schon genau angeschaut, also bei der Kaderplanung, weil wir wissen, dass zum Beispiel der Dursch ein Innenverteidiger spielen kann, dass der Gemici quasi Innenverteidiger spielen kann. Und wir haben gesagt, wir schauen lieber in der Offensive auf der Seite, dass wir da noch ein Spieler dazu gehören und dafür hinten an weniger weit mehrere Spieler dort mehrere Positionen spielen können. Aber warst du, Gogo, mit der Defensive zufrieden das letzte Jahr? Nein, nicht einmal Sekunden. Wenn ich gekommen bin, war die Mannschaft schon mental ziemlich am Boden. Viele Spieler haben gewusst, was gehen müssen oder ein paar wollten gehen und ja, dann waren auch, glaube ich, ein bisschen die Ausreden mit dem, dass der Verein gesagt hat, wir wollen die Lizenz nicht anfragen. Ich glaube, das war ein bisschen Ausrede auch, da waren viele Verletzte. Da ist so viel schief in einem halben Jahr, wie fast nicht mehr schief gehen kann. Und wenn du dann hinkommst, da bist du Santa Miguel die Hände gebunden. Deswegen war es trotzdem sehr, sehr wichtig, dass ich alles vorher gesehen habe, wie der Club funktioniert, wie der David ist, wie der Tino ist und wie der Tino sagt. Also, ich glaube, dem Tino kann man sehr, sehr dankbar sein, der sehr viele Kontakte hat in Österreich und wie man sieht da im Ausland ich glaube, wir haben da eine super Zusammenarbeit gehabt die letzten Wochen und wird hoffentlich weiterhin so bleiben.
Aber es zeichnet sich auch in dieser Transferperiode, dass eben das Mittelfeld im Endeffekt ausgetauscht worden ist. Gerade, glaube ich, in der Halbzeit mit dem Verlust von einem wichtigen defensiven Mittelfeldspieler ist da ein bisschen eine Unruhe reingekommen, auch die Verletzten. Siehst du das als dünnen Kader, provokante Frage? Nein, 17 plus 3 ist nicht groß, es ist ein kleinerer Kader, aber es, das kennt man ja, klein, aber oho. Wenn nicht alle kennen wahrscheinlich, aber ja, es ist so. Das ist ja, nein, hat ein bisschen gedauert. Aber es ist so, dass es ein kleiner Kader ist, aber ich glaube, dass von den 17 Spielern 15 ich sofort zutraue, von Anfang an zu spielen. Und das wollten wir. Wir wollten in der Dichte einfach qualitativ höher oder besser darstellen und dafür vielleicht den einen oder anderen Spieler weniger haben im Kader. Die zwei Defensiven, die kommen sind, der Zurge, du hast den ersten Sorge, Zurge, Gelici Paschi, Gesundheit. Vorbereitet. Und der Michael Brandner, hierher. Sind zwei defensive Mittelfeldspieler vergleichbar mit wem? Oder wie sind die fürs defensive Mittelfeld eingeplant oder eher schon Richtung Backup? Nein, ist auf jeden Fall für die Sechs geplant. Ich glaube, der bringt die meiste Erfahrung mit von allen Spielern. Ich glaube, der hat über 100 Zweitligaspiele. Und ist er der Öderste? Erste Liga-Spieler auch. Also, der hat richtig Routine für sein Alter. Der hat eine Persönlichkeit, der redet am Platz, der ist viel unterwegs. Der hat richtige, tolle Mentalität. Und deswegen ist er ja einer der Spieler, die eine große Unterstützung sein sollte im Zentralmittelfeld. Gelici Paschi. Der Türkei ist ein bisschen Türkei, einfach. Genau. Der Türkei ist ein Mentalitätsmonster, sowas hat man selten gesehen. Ein halb Deutscher, halb Türke, sagt eh schon alles. eine wahnsinnige Seite und eine extrem motivierte Seite. Ja, er ist ein kluger Spieler. Er hat eine mega geile Einstellung und will unbedingt Profi werden. Das ist das erste Mal in seinem Leben Profi und will ganz nach oben rauf. Und wenn man dem was sagt, dann nimmt er es auch an. Also der ist mehr als hungrig, der Typ. Und freut mich irrsinnig, dass der da ist. Er hat natürlich seine Schwächen auch, aber seine Stärken sind um einiges besser oder höher. Die Stärken sind, sagen wir so, man hat den Türkei, als gemeiner Fan nicht am Radar gehabt. Er sagt, okay, der Adam Stefan ist gegangen, wurscht. wer könnte danach kommen? Und den Herrn Gelici Paschi, Türkei hat man nicht am Radar gehabt. Ist der, hast denn du sozusagen vorgeschlagen aus deiner Connection? Vorgeschlagen habe ich ihn, dann hat es in Latino, glaube ich, angeschaut, zwei oder dreimal, dann habe ich ihn angeschaut noch einmal. Er kommt von Mauerwerk, die sind Zweiter, die waren in der Regionalliga Ost. Regionalliga Ost ist, wie man bekanntlich weiß, die stärkste Regionalliga. Wie manche wissen, die sind dort Zweiter geworden und mit Abstand die spielerische beste Mannschaft und körperlich sehr robuste Mannschaft und er hat zu den Besten gehört dort. Und ich denke mir, wenn du in der Regionalliga ein überdurchschnittlich guter Spieler bist, dann könntest du es in der zweiten Liga auch schaffen. Für die Außenbahnen haben wir links den Simon Gaspelmeier und den auf rechts den Alexander Kostic verpflichtet. Ein paar Worte zu den Zweien. Wer hat sie entdeckt? Ja, der Kostic. Ich glaube, der war schon bei dir bei Rapid. Der war bei mir bei Rapid, hat einige Europa League-Einsätze gehabt, bei mir in der Meisterschaft zweimal von Anfang an gespielt. Also, er hat schon Bundesliga-Luft geschnuppert und das ist einer, der sehr, sehr spielintelligent ist, sehr schnell am Ball ist, der Tore schießen kann und der ein gutes Auge hat für den letzten Pass. Und der auch ein ganz ehrlicher Spieler ist. Wie gesagt, für den ist es, der ist jetzt 24, für den ist es Zeit, dass er sich beweist. Und ich glaube, das ist auch so ein Mittel, das ich gefunden habe für ihn, dass ich ihn herhole und habe gesagt, pass auf, die nächsten ein, zwei Jahre solltest du dich beweisen in der Liga, solltest Gas geben, dann musst du explodieren, wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich eh schwierig. Und deswegen, glaube ich, sieht er das so als seine letzte Chance, unter Anführungszeichen. Und er wird wirklich alles reinhauen und alles geben dafür, dass er da zu vielen Einsätzen kommt. Ist das schublerweise, verstehen das schon die Spieler, dass man sich wirklich in die Auslage spielen kann? Ich meine, ich rede nur von einigen, die jetzt bei komischen Vereinen in der Vorstadt spielen und so. Aber ich glaube, dass das der eine oder andere weiß. Also ich glaube,
Blaues ist ein Traditionsverein. Und es ist war eine wichtige Geschichte, dass wir sagen, okay, pass auf, wir sind da im Fokus in Oberösterreich, in der zweiten Liga auch. Der Verein war im Herbst, wie ich noch nicht da war, Tabellenerster. Also der Verein ist sehr, sehr bekannt und ich glaube, dass man von da schon relativ schnell wegkommt, wenn man da Leistungen bringt. Ich sehe gerade, dass du was sagen willst. Nein, das ist eines der Hauptargumente eigentlich, dass wir speziell junge Spieler annehmen oder auch wissen, dass wir, wie du gesagt hast, da einige Spieler von uns in den letzten Jahren den Sprung ganz nach oben geschafft haben und das wissen die Spieler sehr wohl, sprich auch die Manager. Das ist natürlich der Manager, auch der Berater, der mitentscheidet und durch das geben sie auch gerne Spieler zu uns. Das muss man auch ganz offen sagen, da haben wir sie, auch wenn wir haben immer wieder gejammert haben, dass man einen oder anderen verloren hat, das ist halt leider im Fußball so, aber wir haben uns definitiv da zu einem Sprungbrett etabliert, das sehr, sehr wohl, sehr, sehr gut angesehen wird bei den Spielern. Vielleicht hat Dino was dazu sagen kann. So, mit wie viel Manager redest du so am Tag? Ja, jetzt. Wie anstrengend ist das? Dino hat mehr oder weniger gut. Ja, ich glaube, dass der David Herr natürlich noch mehr abgekriegt hat, weil es noch nicht jeder gewusst hat, dass ich jetzt der Typ bin. Aber jetzt mittlerweile es wird immer mehr und die Berater melden sich bei mir und ich kenne halt die meisten jetzt aus meiner alten Tätigkeit. Simon Gasperlmeier. Auch nicht unspannend, der junge Bursch. Mhm. Ja, das war so ein Transfer, wo der David und ich eigentlich dann auch gesagt haben, wir wollen auch wieder ein bisschen schauen in Oberösterreich, dass wir die Oberösterreicher jetzt da wieder für uns gewinnen können, dass nicht alle zu LASK oder zu den Juniors kommen, die Gurden. Und beim Simon Gasperlmeier waren wir der Meinung, dass das eines der größeren Talente ist auf der Position jetzt, vor allem durch seine Schnelligkeit. Und haben gesagt, Oberösterreicher und ja, müssen wir schauen, dass wir wieder mehr solche herbringen, die sich dann auch bei uns weiterentwickeln können. Vielleicht zum Gruber da gleich eine Anschlussfrage dran. Wie ist das Wunschsystem? Vierer rennen Flanken und zwei haben es eine oder wie schaut es aus? Bitte kein hängender Sechser und falscher Neiner und was ist das? Also ein klarer Ding, so, also was ist das System, das ist jetzt sekundär. Primär ist die Spielanlage, wenn du auf das aufgesprochen hast. Also es ist so, dass wir offensiv spielen wollen. Wir wollen vorne attackieren, ziemlich weit vorne, also wir wollen hoch attackieren, wir wollen schnell in die Spitze spielen und wir wollen bei Balleroberung einfach wirklich schnell in die Spitze spielen. Es dauert ein bisschen. Ich glaube, beim vorigen Trainer hat das teilweise schon richtig gut geklappt, war aber natürlich eine ganz andere Mannschaft. Aber das wollen wir reinbringen und wir wollen aber auch nicht vergessen zum Kicken. Aber das Wichtigste ist, das habe ich schon gesagt, bei der Mitgliederversammlung, und das ist nicht nur so ein Dahergerede, sondern Mentalität, wird für mich so ein Keyword sein, wo ich sage, ohne den geht es gar nicht. Und das muss man spüren, das müssen die Fans spüren, das muss ich auf der Trainerbank spüren, dass da der Rasen brennen muss jede Woche. Ja, VW fahren natürlich, das ist ja ganz klar. Also, und Vogel. Ja, genau. Aber ob das jetzt ein 3-5-2 ist oder ein 4-4-2 oder ein 7-9-2-47-11, das ist egal. Viele Vereine spielen 4-2-3-1 und attackieren, also gegen einen Ball im Anlaufverhalten ist es dann ein 4-4-2. Es ist so verschieden, es gibt so viele Grundsysteme heutzutage. Es ist nur eine Anordnung der Spieler, ungefähr verstehen sollten, aber in der Offensive und in der Defensive ändert sich dann sowieso wieder alles. Aber ich sage, wir haben sicher so eine Grundbasis, das wird so ein 4-2-3-1 sein. Oder wenn man hochsteht, dann ein 4-3-3. Man kann es nennen, wie man will. Aber das ist wirklich nicht unsere größte Sorge. Was noch sehr auffällig ist in dem Transferfenster, dass wir sehr viele Routine abgegeben haben und junge Spieler geholt haben. Der David ist schon zuckt schon. Für die Radio zuhören. David, was war der Hintergrund oder warum ist das so gemacht? Ja, es war uns einfach wichtig auch und da geht ein großes Dank an den Gogo. Der hat das auch, wie wir zwar verhandelt haben, eben über gesprochen über Blau-Weiß-Linz, dass wir eben auch als Verein eben das ausgeben möchten, dass wir junge Spieler haben, weil junge Spieler längerfristig binden, junge Spieler entwickeln. Und ich habe gewusst, dass der Gogo bei Rapid da sehr, sehr gut gearbeitet hat. Wenn man Maxi Wöber hernimmt, das Beispiel Wäschelfter hergenommen, den er die Chance gegeben hat, den er eingebaut hat, den nachher zu Ajax verkauft hat und dann weiter nach Spanien. Und das ist schon uns auch wichtig. Und wir haben
eben mit Dino, wie wir dann gesprochen haben, unsere ersten Gespräche, dass wir gesagt haben, okay, uns ist es wichtig, mehr junge Spieler mit einzubauen, längerfristig diese jungen Spieler zu binden, und das funktioniert halt nur, wenn du einen Trainer hast, der diesen Weg auch mitgeht. Und da muss ich mich auch an Gogo da bedanken, dass er den auch mitgeht und bereit ist mitzugehen, weil man sieht, jetzt auch das Thema, wie es letztes Jahr war, an Amar Hellatsch, wo jeder gesagt hat, ja, was, ob ich springe, dass wir den jetzt zu Wahnsinn-Torwart machen, und man sieht, wie sich der entwickelt hat in Wahrheit, und einen 3-Jahres-Vertrag kriegt und der ein oder andere Verein auch an ihm dran ist, wo man vielleicht den auch einmal verkaufen kann. Und das ist halt das Ziel, oder das muss das Ziel eines Vereins sein, dass du dir über Transfers finanzieren kannst oder auch Geld reinkriegst. Und das ist auch der Hintergrund hinter dem Ganzen. Und da, das funktioniert halt, wenn du einen Trainer hast, der Spiele entwickeln kann. Es war von mir auch immer ein Kritikpunkt, dass wir teilweise sehr, sehr gute Herbstsaisonen gehabt haben und hinten aus sie immer schlechter geworden sind. Und auch teilweise junge Spieler, wo alle geglaubt haben, die haben Potenzial, sich nicht weiterentwickelt haben. Und das ist halt, dem wollen wir entgegentreten, wenn wir da die sportliche Führung entgegentreten. Und das war uns als Verein oder mir extrem wichtig. Und deswegen auch die jungen Spieler. Das ist das, was wir haben wollen, und einfach auch längerfristig und die Spieler auch zu verkaufen. Ja, ist natürlich auch von der anderen Seite her die Frage der Fanschaft, geht es ganz ohne Routine, schaffen wir das ohne Spieler, der jetzt, haben wir einen Spieler, der über 30 ist, ich weiß gar nicht. Ja. Wie heißt dieser Mensch? Vorstand. Es stimmt natürlich, wir haben einen sehr, sehr jungen Kader, also der gestern, wenn es ja Taschenrechner nicht falsch geht, hat er mal gesagt, 22,7, glaube ich. Schnitt, oder? 22,16 ist der alte Schnitt. Ja. Ist uns klar, dass der Schnitt sehr, sehr jung ist. Aber ich glaube, es geht ohne. Ich bin einmal angesprochen worden, wie ich die Mannschaft zusammengestellt habe, Richtung, wie wir aufgestiegen sind aus der Regionalliga. Da ist mir gesagt worden aus dem Vorstand, mit der Mannschaft kannst du nie aufsteigen, weil die einfach viel zu jung ist. Und wir sind aufgestiegen und haben es geschafft. Und jetzt will ich nicht vom Aufstieg reden, aber ich wollte nur damit sagen, dass es nicht relevant ist, ob du jetzt alte oder junge Trainer hast. Das Entscheidende ist die Qualität und was du mit dieser Qualität machst. Aber sind ist die Ära der Dreckschweine, ich rede jetzt von Erwin, vor 90 Spiele gesperrt. Zu Unrecht. Ja, da, absolut zu Unrecht. Ich meine, Erwin ist nicht dabei, aber es war sicher eine skandalöse Entscheidung. Ja, also das ist hundertprozentig, also wie mir sagt. Er hat mir schon zweimal erklärt, dass er völlig zu Unrecht. Aber wirklich, das meine ich jetzt vollkommen ernst, und das ist kein Verarsche. Der Erwin, glaube ich, alles aufs Wort. Aber ist die Phase da vielleicht die mitzahlt werden, läuferisch, vielleicht am Gogo, am Trainer, die Phase der Spielmacher, wie Wifi oder wie es du auch dann warst in jungen Jahren natürlich immer noch. Aber ist das vorbei? Die du mitzahlt haben jetzt, oder? Ist alles nur mehr auf Renner, oder? Die letzten 15 Jahre gibt es eine Studie, wo die intensiven Läufe und die hochintensiven Läufe um 85% zugenommen haben. Das heißt, das ist meiner Meinung nach schon fast eine andere Sportart als vor 15, 20 Jahren der Fußball. Dementsprechend wird trainiert, dementsprechend fit musst du sein, dementsprechend Athletik musst du haben. Das heißt, ich glaube nicht, dass das eine Riesenrolle spielt, ob wir jetzt 22 Jahre sind im Schnitt oder 25, wie mit Grasecker, der 29 ist, glaube ich, bald 30 wird, wie mit Fröschel, der 30 ist, ja, ist ja voll in Ordnung, oder? Das ist ja genug. Ja, absolut, ich meine, die anderen müssen sich entwickeln, brauchen natürlich Zeit, natürlich wissen wir, dass ein Sultanovic ein bisschen Zeit braucht oder ein Pommer oder ein Turgay, aber die Zeit werden wir ihnen geben, müssen wir ihnen geben. Und ich sage, wenn dann die Entwicklungsstufe so, also immer langsam bergauf geht, dann ist das in Ordnung. Und wie der David sagt, wir wollen nicht so spielen und zwei Monate so, sondern wird natürlich auch Phasen geben, wo wir dann zweimal hintereinander gewinnen oder zweimal hintereinander verlieren. Damit, das müssen wir dann wirklich ohne Emotionen analysieren und müssen schauen, woran wir arbeiten können. Und ich glaube, wenn du eine etwas jüngere Mannschaft hast, dann hast du auch Vorteile von, dass du keine Diven in deiner Mannschaft hast zum Beispiel, dann hast du einen Vorteil, dass wirklich jeder alles eine hat und sie nie gehen lässt. Und das sind auch so Vorteile, die ich natürlich genieße als Trainer. Deswegen ist eine junge Mannschaft oft vom Vorteil. Natürlich gibt es Situationen in Spielen, wo ich mir wünsche,
da darf man ein paar nicht verlieren, ein Routinier hätte man ein paar nicht verloren, aber das sind Dinge, die zur Entwicklung gehören und die Zeit muss man ihnen geben und da kann wirklich was Großes entstehen mit dem einen oder anderen Spieler und ich glaube, das ist ja unser Ziel zum Schluss auch. Aber holst du dann die Spieler zu, oder manche Spieler zu, so 3, 4, die sagst, hey, und da steige jetzt einmal einen Ball drauf in der 89. und spiele dann muss man immer wieder coachen. Wir haben ja Leute auf der Bank, Tino hat jahrelang gespielt, ich habe einen Assistenztrainer, ich komme ein bisschen aus im Fußball und dann schauen wir, dass wir einen helfen, dass wir coachen. Und das wird natürlich auch im Training besprochen oder bei der Videoanalyse. Ja, man muss ihnen helfen und ich glaube, wenn man ihnen dann da hilft, dann, wie gesagt, nochmal, da kann was entstehen. Spiele gewinnt man durch Tore. Der Sturm ist einer noch überblieben. Unser glorreicher, endlich einmal einer, der mein Alter war. Der Fröschel mit der Nummer 7, nur dazu eine geile Nummer. 4 neue sind im Sturm, beziehungsweise Sturm offensives Mittelfeld gekommen. Verlieren die Stürmer an Wichtigkeit? Oder, gar nicht. Wir haben den Schubert von Hartberg bekommen. Ich denke, dass wir mit ihm einen anderen Typen haben, der ist 1,96 Meter, boom, so groß ist er. Das ist ein sehr großer Stürmer, der kopfballstark ist, aber auch kicken kann, der gar nicht so langsam unterwegs ist für seine Größe. Also wir wollten 2 verschiedene Stürmertypen haben und dann hast du dann Soldanovic, der auch falsche 9 spielen kann, unter Anführungszeichen, oder richtige 9. Ich habe geklagert. Aber ja, wie gesagt, dann haben wir einen Pommer, der die 10 spielen kann, Kostic. Wir haben 2 bis 3 echte Neuner und das genügt für eine Mannschaft normalerweise. Aber ist der Philipp Pommer vielleicht noch ganz kurz, weil das ein Spieler ist, den auch kein Mensch am Radar gehabt hat, den ja vermutlich aus deiner Zeit aus Ebersdorf am Schirm gehabt hast. Ist das hinter den Spitzen geplant oder wo soll der spielen? Ja, als Zehner kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, aber er ist auf der Außenbahn vielleicht noch wertvoller, weil er irrsinnig tolles Tempo-Dribbling hat und sehr kreativ ist und sich dann auch in Räume bewegt, wo es für den Gegner schwierig ist, Zugriff zu bekommen. Er bewegt sich sehr geschickt, er hat in der fast stärksten Regionalliga in Österreich hat er 30 Scorer-Punkte, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, das ist richtig viel. Warum da kein anderer zugegriffen hat, weiß ich nicht. Ich bin froh darüber, aber ich habe ihn auch gekannt. Ich habe ihn zu Ebersdorf gebracht. Er war in der Wiener Liga, in der 4. Liga in Wien, war er der beste Spieler mit 17 Jahren. Dann habe ich ihn sofort geholt in die Regionalliga. Ja, und seitdem beobachte ich ihn. Also, ich hätte ihn sogar wahrscheinlich zu Rapid geholt. Aber das ist einer, der in der Regionalliga nur 3-mal trainiert hat in der Woche. Der muss jetzt einmal adaptieren, der muss sich gewöhnen an das Profi-Dasein, der muss schauen, dass er sich gesund ernährt. Also mit seiner Fitness hat er sehr, sehr viel Luft nach oben. Und fußballerisch ist er wahrscheinlich einer der stärksten in der Mannschaft und extremen Kreativgeist und sehr torgefährlich. Also das ist einer, dem wir ein halbes Jahr Zeit lassen müssen und der richtig explodieren kann. Das wünsche ich uns allen. Schubert, Soldanovic, Philipp. Werden wir 2 Stürmer erleben? Vielleicht manchmal, ja. was gibt es zu den sozusagen, was sind die Stärken, die verschiedenen? Du hast ja schon erwähnt, es sind wirklich 9er drunter, also die ja eigentlich angeblich ausgestorben sind. Aber also die über die Flanken gut sind und in der Box lauern. In der Box? Was ist noch? Ich schaue ja auch Tatzen. Also so ist es. Wer siehst du da der im Fröschel dann auch die Vorhand am Arsch macht, dass er seinen Stammplatz verteidigt? Ja, Moment, hat der Fröschel einen Stammplatz? Das ist die Frage. Das wäre die nächste Frage gewesen. Also. Oder das wollte ich implizieren? Ja, ein Stammleiberl hat niemand. Das geht einfach nicht. Ich glaube, es wäre dann zu einfach. Es muss wirklich jeder das Leiberl erkämpfen. Ich habe mit Fröschel persönlich auch schon gesprochen mit mehreren Spielern. Ich schaue, dass ich viele 4-Augen-Gespräche führe, weil ich einfach will, dass sie wissen, wo sie zu diesem Zeitpunkt jetzt sind und wie weit sie sind und ob sie spielen, warum sie nicht spielen und was sie verbessern könnten, was mir nicht so gut gefällt. Ich glaube, das ist wichtig, dass jeder Spieler weiß, woran er ist. Da bin ich immer sehr ehrlich. Und jeder weiß in der Mannschaft, überhaupt ein Fröschel oder Grassi, die jetzt älter sind, dass man sich das erarbeiten muss. Und die 2 sind sehr ehrliche Spieler, die geben immer Gas, also ich kann mich da nicht beschweren, aber wie gesagt, eine Garantie hat kein Spieler. Dino, wirst du viele Spiele von uns sehen? Oder bist du da die ganze Zeit unterwegs irgendwo in Europa? Ich werde bei jedem Spiel auf der Bank sitzen, nicht mehr Kogo. Okay.
dann schaust du dir, wie bildest du dann deine Meinung über die verschiedenen Spieler? Wie läuft sowas heutzutage? YouTube. Meinst du, was wir jetzt holen? Also die du dann in einem Jahr wiederholst dann noch. Ach so. Ja, sag jetzt nicht. Ich werde trotzdem viel herumfahren und viele Spiele anschauen, aber ich bin fast jeden Tag beim Training unten. Also wenn ich nicht oben im Büro bin, stehe ich am Platz unten und schaue mir das Training an. Also ich bin eigentlich immer bei der Mannschaft und beim Kogo dabei. Wie viele Leute hast du da beim Scouting? Da. Wie viel hast du beim Scouting? Oder gibt es sowas überhaupt bei Blau? Scouting, die herumfahren und sich Spieler anschauen, oder sagt das? Nein, so das ja, wie kommen wir, was der Vogel sagen, wie muss ich mich verlöffeln? Was der Vogel fragen möchte? Heute ist es ein bisschen anders. Also früher, als wenn was im Fernsehen noch nicht gegeben hat, keine Videokameras. Hast du natürlich umeinander vermessen? Nein, es gibt natürlich Plattformen, wo du jeden Spieler, der in einer Jugendakademie spielt, in einer Wurst, ob das in Uganda oder irgendwas ist, den da du ganze Spiele anschauen kannst von diesen Spielern. Also du hast heute schon Möglichkeiten, ob das Instat ist oder Weißkart oder wie die heißen, da kannst du wirklich alles anschauen. Also da ist auch alles statistisch aufbereitet von diesen Spielern und natürlich so kannst du schon eine Vorauswahl treffen und gewisse Sachen, auch schon interessante Sachen anschauen und dann mit der Expertise vor Ort. Also man braucht jetzt nicht 2400 Spieler pro Ding abfahren. Ja, wir hätten ja das schon überdeckt. Wobei, David hat recht, man kann sich natürlich ein Vorwissen erarbeiten, aber ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich einen Spieler habe, den ich nur auf Video gesehen habe. Also ich würde schon gern mindestens dreimal im Stadion sitzen und den Spieler halt sehen. Und nur so kriegst du einfach auch seine Mentalität mit und seinen Charakter eigentlich auch, wenn du nah herbeisitzt. Und du siehst das einfach im Video nicht so gut wie live. Ist es mittlerweile wichtiger, die Mentalität, also die kennen es alle, oder? Mittlerweile die zwischen 18 und 21. Zieht da nicht die Mentalität, wer gibt auf, wer hat gleich die Nerven da, wer fängt zum Lernen am Spielfeld oder sonstiges. Ist das Ausschlaggebende mittlerweile? Weil ausgebildet sind sie alle recht gut in der Akademie, oder? Fußballerisch sind sehr gut ausgebildet. Was mir teilweise jetzt ein bisschen abgeht, du hast es vorher, glaube ich, schon angesprochen, die Typen. Anführungszeichen. Die werden halt. Die Bären. Ja, das haben wir gesagt. Wir haben Jugend im Publikum. Vorsicht, gibt's nicht so. Genau, die werden halt auch deswegen immer weniger. Einerseits sind die Akademien sehr gut gewesen für den österreichischen Fußball. Und ja, ich sage, das weinende Auge der Akademien ist halt, dass relativ ähnliche Typen mit ihm ausgebildet werden. Allglatt und ja, wenn es jetzt so ist wie Arnautovic, der in der Schule eine Bankfackel angezogen hat, den haut man halt dann raus und der geht halt dann nach Holland und wird bei Trent Jentje dann ein Superstar. Also. Ja, der Mur kann nicht alles richtig machen, aber gut, eine andere Geschichte. Eine gute Überleitung ist das nämlich, weil wir haben da Videomaterial zugeschickt. Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Frechheit besitzen da. Herr Michel, bitte. Der Oliver Philipp. Ist er als Königstransfer sozusagen bezeichnet worden? Was natürlich eine gewisse Last auf seine Schultern gebracht hat. Warum ist der Oliver Philipp ein Königstransfer? Was sagt der, was andere nicht haben? Oliver Philipp kenne ich schon extrem lang. Also den habe ich schon damals, wie ich angefangen habe mit Scouting, war er noch bei Sturm Graz und ist dann zu Red Bull Salzburg in die Akademie gewechselt. War damals schon einer der auffälligsten Spieler und besticht einfach durch seine Schnelligkeit. Ich glaube, das kann der Trainer jetzt auch bestätigen. Ich weiß nicht, ob es in der zweiten Liga einen schnelleren Spieler gibt. Was ihm noch abgeht, und das hat man auch die letzten Jahre gesehen, ist einfach seine Statistik. Er kommt noch zu wenig dorthin, wo es wirklich brennt und bleibt dann ruhig vom Tor. Also das ist einfach, was ihm noch abgeht. Ich glaube, das kann man an seiner Statistik hervorlesen, aber ich glaube, dass er immer ein Riesenpotenzial hat, er ist trotzdem erst 21 und ist mit Salzburg Champions League-Sieger der Youth League geworden und hat dort eigentlich bis aufs Finale, wo es ein bisschen Probleme gegeben hat, alles gespielt. Also welche Probleme? Möchte ich nicht sagen. Persönliche Probleme. Nein, aber
Du hast sicher eine Frage. Ist die Kapitänsfrage schon geklärt? Yes. Jetzt haben wir die liebsten Gäste im Studio, wenn sie mit Ja und Nein für alle ja nicht die Frage stellen. Sehr wahrscheinlich. Ja, das war deppert gestellt. Also, muss man auch dazu sagen. Ja. Janicek, Bernhard ist Kapitän. Ja, okay. Verletzt momentan, oder? Ist wieder ein Weg zurück. Er trainiert teilweise mit, also so Teile des Mannschaftstrainings macht er schon mit. Ihm geht schon viel besser. Es wird sicher noch einige Wochen dauern. Der zweite ist der Krasecker und der dritte Kapitän ist der Brandner. Es gibt drei, also es gibt ersten drei Kapitän, wenn der verletzt ist oder gesperrt, kommt der Krasecker, wenn der ebenso verletzt ist, wer ist der dritte Schüler? Brandner. Der Brandner. Brandner Kasper. Genau. Nein, aber doppelperfekte Überleitung jetzt, nämlich vom Janicek Bernhard, der spielt nämlich im ersten nächsten Einspieler mit bei uns, beim Fiji Gogol. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, also die Perl, die Arschlöcher ein bisschen, die fehlen ja, die Typen. Und wir haben da Videomaterial zugespielt bekommen, wo der Gogo ja in alle Richtungen schaut anscheinend. Und da sie drei Typen zur Brust genommen hat. Er kann auch dann vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie er seine Grundsatzmeinung dann war, wie das ausgegangen ist. Jedenfalls, wir kommen jetzt zum nächsten Einspieler, Herr Sack. Hatschi! Hast du Zeit? Fiji Gogol und neue Talente für den V. Die Radiozuhörer werden jetzt unterhalten mit den TTA Allstars mit MC. Ganz großartige Truppe natürlich. Neues Ex, bald im Schlachthof übrigens mit Bob. Und sagst du? Nein, ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht aufgeschrieben. Pavola Stala. Pavol Stella heißt der Band. Café-Groove oder so irgendwas. Cat-Groove. Wollen wir jetzt falsch aufschreiben? Ja. Nein, jedenfalls, Mats Asch, Fiji Gogol und neue Talente für den V. Auf der linken Seite bei mir. Bernhard Janicek. Auf der rechten Seite. Milo Cinic. Die Regeln sind geklärt, wir spielen 3 Minuten. Und wir sagen, los geht's. Zweiten Fiji Gogol, zu meiner Linken. Stefano Sadanovic. Zu meiner Rechten. Simon Gaspelmeier. Dem Verlierer winkt wie immer Folgendes. Wie kennst du die Regeln? Wir fangen an. Naja, das war gut auf. Fangen wir an. Entschuldigung. Gibt das her? Ja. Ja.
Nein, das wollte ich nicht. Ja, das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht, Alter. Ja, man ist ein Tag im Fuchs, Alter. Na, kleine ins Goal. Na! Das schiebt ja nicht, Alter. Das ist wirklich Manipulation. Weil ich hab Chancen. Ich muss verwerten. Wow! Na! Was war das? Ja! Ja, ich muss den nicht einigen. Boom, boom, boom! Wir haben jetzt Vorteilfilter normalerweise. Simon, bereit? Ja. Heute im Training, Jungs. Wir fangen an mit einer Runde einlaufen, aufwärmen, muss ganz locker einlaufen. Der Hust noch 10 Meter. Große Runde, meine Herren. Es geht. Das sag einmal. Gibt es ein paar Strafrunden die Woche? Extra. Geht gar nicht. Du hast da nichts abschauen, gell? Ist die Aufwärmrunde. Aha, jetzt haben wir aufgehört zum Laufen. Ein paar konditionelle Probleme anscheinend. Gehen wir! Locker laufen! Ich werde die Wahl auf vier richten. Und undiszipliniert sind sie auch noch. Na? Geh mal, Jungs. Kurz zur Laufschule, 2 Minuten. Auf die Grundlinie stellen. Was ist? Die Jig weg da her. So. Du wahnsinnig am Fußballplatz. Okay, nächste Übung ist Kniehebelauf. Die Knie Richtung Schulter sich, okay? Geh mal. Hände mitnehmen, schön, Hände. Jawohl. Gut. Ja, das geht besser. Langsam zurückgehen. Ja. Komm. Ja, konditionelle Probleme. So, da. Jetzt kommen wir zur Schussübung. So, aufpassen. Ball führen durch die Hütchen, dann passen wir zu mir, ich lasse klatschen und dann mit sie ins Eck schießen. Mit dem Fuß.
Passt zu mir. Und jetzt auch du anschieße. Geh mal in die Ecke. Super, Sprint zur Linie. Geh mal, Sprint zur Linie. Und jetzt kriegst du den nächsten Ball. Geh mal, komm. Und Schuss. Super. Und geh mal, passt zu mir, Anschi. Und Schuss. Hammer. Hey, cool. Nicht viel Segel, hast du gesehen? So, Jungs, das Ganze machen wir jetzt 10 Mal. Das war jetzt das erste Mal. Wow, raus auf 7 runter. Sehr gut. Passt zu mir. Und Tor machen, Tor. Hey, bravo, hey. Schuss. Gut, ich glaube, wir werden das Training beenden wegen Überforderung. Aber ich habe keine Frage. Danke. Ich werde wieder suchen, dass ich es wieder aufzubloß. Das nächste Mal bitte mehr die Mannschaft auffeiern. Ihr seht, dass es sehr anstrengend ist, das Training, okay? Ihr seid die Geilsten. Es schaut von außen immer leicht aus. Aber ich habe das Glück. Bis morgen wieder, 9:30 Uhr Trainingsstart. Ja. Danke, Trainer. Ja, Marathon ist gar nichts dagegen. Jetzt kein falscher Antwort. Ich will jetzt keine falsche Antwort. Wer hätte da Chance? Okay, dann gab es auf jeden gar nichts. Man sieht, man braucht nicht die Erfahrung und die Alten am Platz anscheinend. Die sollen ruhig dann was anderes machen. Unser dritter Themenblock ist Ziele. Ich hätte noch einen zweiten Erfolg. Ja, Hasi ist eh klar, was muss. Nämlich, da gibt es einen Spieler namens Seko Silla, wie immer, ist egal. Kommt der noch? Der flippt gerade. Genau, jetzt gerade. Excelsior. Schon lange aus von Excelsior. Wo genau fliegt der hin? Nein, der ist nicht Excelsior. Steht dort. Der Landung, so ein Verein davor in die. Und dann fahren wir nach links. Und dann unterschreibt er einfach da. Möglicherweise. Aber das ist dann dieser Seko Silla. Dann haben wir das Transferfenster beendet für uns. Vorerst gehen wir dann nochmal so in die Meisterschaft. Ja. Also. Mit wem bist du, dann habe ich aber auch noch eine Frage vom zweiten Block. Mit wem bist du damals runtergefahren, wie wir das Draht haben im Stadion? Bist du ja. Du machst ja nicht nur Scouting, sondern du kümmerst dich ja um die Spieler und um ihre Aufenthaltsgenehmigung, Green Card, Österreich Card, wie das heißt. Ja, das mache ich jetzt natürlich auch. Wir sind ja nicht so ein großes Büro, sage ich mal. Natürlich kümmere ich mich jetzt um die ganzen Rot-Weiß-Rot-Karten und so. Das mache ich jetzt da alles mit natürlich. Dann kommen wir zum dritten Thema. Ja, jetzt geht's. Also. Ja, nämlich, da steht Hauptblock. Also Hauptblock, nehme ich an, das ist der entscheidende Block. Im das Großen und Ganzen. Jetzt nämlich, da geht es um die Saison 1920. 1920? Was ist das? Doch, 1920. 1920?
2019 haben wir jetzt, oder? Nein, jetzt, die Saison, die jetzt kommt. Ja, die ist von 1919 bis 2020. Genau, also die kommende Saison. Wo jetzt das Klappspiel am Samstag ist und das danach. Das wollen wir erst nachher dann sagen, dass das Klappspiel ist. Was sind die Ziele für 1920? Ich weiß gar nicht, wer das jetzt beantworten soll, vielleicht alle. Ich hole da noch ein bisschen aus, weil man das sehr fließende Übergang ist von unserem Kader zu den Zielen dann. Also wie es der David und der Trainer schon gesagt haben, wir haben wirklich sehr verjüngt. Ich habe mir das jetzt kurz nochmal ausgerechnet. Voriges Jahr war 23,96 oder so der alte Schnitt. Und jetzt sind wir bei 22,16. Was wirklich sehr jung ist. Entschuldigung, Tino, wir haben letztes Jahr einen Altersschnitt gehabt von, wie viel war das? 23,96. Das trotz, ist der ganze Kader? Aber trotz Tempel, trotz Hartl, den haben wir noch gehabt, ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt die Ü30-Spieler haben wir ja abgegeben und haben 20 plus geholt. Ja. Nein, das ist gesagt. Er hat sich vorbereitet. Nein, was ich aussehen will, ist einfach, dass man der Mannschaft und jetzt dem Verein eigentlich Zeit geben sollte. Es ist eigentlich für mich schon, wie wenn wir schon gewusst hätten, eigentlich, was mit der Stadionsituation passiert, weil ich glaube, man kann den Prozess eigentlich parallel sehen. Also, ich glaube, jeder freut sich auf ein neues Donauparkstadion, aber das dauert auch seine Zeit, bis das entsteht. Und ich glaube, so muss man es jetzt auch bei der Mannschaft sehen, dass man sagt, wir wollen jetzt eine junge Mannschaft aufbauen, die dann vielleicht, wenn wir dann im neuen Donauparkstadion drin sind oder ein Jahr davor oder so, dann wirklich einmal angreift in Richtung Bundesliga. Ich glaube, so weit muss man einfach denken. Ich glaube, dass wir heuer eine Mannschaft haben, die eine gute Rolle spielen kann in der Liga, aber sicher zählen wir uns sicher nicht zu den Favoriten oder wenn wir sagen, wir wollen da mal einen Aufstieg mitspielen. Ich glaube, dass das sehr schwer wird, allein schon vom Budget her. Wenn ich schaue, dass Ried knapp 5 Millionen Budget hat. Gut, die haben ein Stadion noch, die haben richtig viele Zusatzsachen noch zum Abdecken, glaube ich, oder? Also wie viel Spielerbudget? Ja, ich sage, die haben ein sehr gutes Budget für die Mannschaft. Also okay. Was haben wir für ein Budget? Für Spieler? Knapp 2, oder? Ein bisschen über 2. Das heißt, konnten wir das Budget von der Vorsaison steigern oder sind wir da jetzt gleich oder haben wir weniger? Vielleicht der David kurz die Tröte kriegst du also wieder? Das Budget wird wieder, muss wieder gesteigert werden, weil das Ziel ist auch, dass wir die Lizenz machen. Das heißt, das hat auch mit Verrechnungsthemen etc. so zu tun. Auf dieses Thema vom letzten Jahr wollen wir es nicht mehr einlassen. Oder das ist auch von der neuen Vereinsführung so klar kommuniziert, dass das Ziel Lizenz für die Bundesliga ist. Ein großes Ziel seitens der Vereinsführung. Und natürlich kostet das ein bisschen mehr, darum müssen wir es auch steigern. Ganz einfach. War das anders wie letztes Jahr? Wie ist das gelungen, das Budget zu steigern? Haben wir neue Sponsoren? Wie ist das funktioniert? Wird das funktionieren? Ja, auf alle Fälle. Es ist der ein oder andere neue Sponsor eingestiegen. Es sind gewisse Sponsoren haben erhöht. Und so funktioniert das. War es 1,7 letztes Jahr, oder? Aber das richtig im Hirn? Und jetzt ist 2,2? Nein, letztes Jahr war es auch vor knappe 2 Millionen. Mhm. Ja. Dino, an dich noch eine Frage eben auch. Ist es vergleichbar damals wie wir knapp 30-Jährigen uns noch erinnern können, wie in der Regionalliga man immer unter den ersten 7 gespielt hat, immer unter den Top 5 war, wo du gekommen bist, wo der David gekommen ist, wo so ein bisschen jetzt wollen wir wirklich rauf, ist es so ein langsam Antasten und das spüren wir das im Kader? Ja, ich glaube mit langsam Antasten hast du das richtig getroffen, weil auch wie der David und ich gekommen sind, haben wir geglaubt, dass wir eine gute Mannschaft haben, aber das hat dann auch 3 Jahre gedauert, glaube ich, bis wir einen Aufstieg geschafft haben. Also da haben wir jetzt wieder adaptieren müssen und schauen, welche Typen oder da haben die ja schon immer mit Hermann Schellmann damals zusammengesessen sind und gesagt haben, oder er uns gefragt hat, was braucht man noch im Kader, welche Typen braucht man.
damit wir dann wirklich einmal ganz vorne stehen, weil es ist hier die ersten zwei Jahre trotz guter Mannschaft nicht ausgegangen und ich glaube, jetzt ist die Situation ganz anders. Die Mannschaft ist viel jünger, die Mannschaft hat ein riesen Potenzial, aber ich sage, dass man jetzt gleich sagt, man muss vorne mitspielen, das ist für mich nicht. Und ja, ich glaube, dass wir einfach einen attraktiven Fußball spielen wollen. Ich glaube, das ist alles, was der Trainer will. Ich glaube, dass man eine junge, hungrige Mannschaft am Platz sieht, wo jeder Spieler, glaube ich, sich persönlich auch weiterentwickeln will und jeder Spieler auch noch höhere Ziele hat als zweite Liga Österreich. Und ich glaube, da kann was entstehen. Das muss man, wie gesagt, finde ich, genauso sehen, wie man es jetzt beim Stadion gesehen hat. Und ich weiß auch gar nicht, ich habe mir noch nicht so Gedanken darüber gemacht, aber angenommen jetzt, man würde aufsteigen die nächsten zwei Jahre, ob das nicht der sportliche Erfolg, das andere, was im Verein ist, als überholt würde, ne? Die ganze Organisation und so weiter. Dass der sportliche Erfolg, das hat glaube ich auch mal ein anderer gesagt. Aber ganz subjektiv, also für mich war immer so, wie wir damals dann in der zweiten Liga uns jetzt diese neue zweite Liga jetzt gibt, die wir leider nicht mehr halt reden können, weil wir haben einfach zu viele Punkte. Wie sich das letztes Jahr für dich entwickelt hat, David. Du warst immer Befürworter. Wir sind jetzt ähnlich wie damals in der Regionalliga halt 16, 17, 18 Mannschaften, jetzt haben wir 16, vielleicht wird es noch mehr. Irgendwann stolpert man mal plötzlich drüber über Wahnsinnsjahr und dann ist man oben. Und dann ist man nicht in der geschissenen 10er-Liga, die wir halt damals waren, sondern dann sind wir wirklich im Konzert der Großen, die ja eh eigentlich ja, kleine Geigen spielen mitunter. Nein, das wollen wir gar nicht. Wir wollen uns nicht gegen einen Erfolg wehren, sage ich jetzt einmal, ne? Wenn es gut läuft. Aber ich sage, planen kann man immer nur, finde ich, die eigene Leistung, aber den Erfolg planen ist halt immer relativ schwer. Planen kann man nur in Urlaub. Ja, wir haben jetzt wir haben eigentlich eine sehr attraktive zweite Liga, also mit Innsbruck, mit Gerd Kader aufgekommen. Wenn seht ihr da jetzt vor dabei oder wer ist jetzt für euch der Favorit auf dem Aufstieg? Ja, für mich ist ganz klar Ried und Austria Lustenau, sportlich gesehen, sind die Favoriten und was dahinter passiert, muss man abwarten. Das kommt einmal darauf an, wie man in der Saison startet, aber die zwei Vereine und irgendeine Überraschungsmannschaft gibt es ja immer. Die zwei kämpfen mir auf jeden Fall zumindest. In welcher Mannschaft hast du da eine, wo du glaubst, bei denen könnte das jetzt aufgrund der Transfers funktionieren? Kann schon sein, ja. Okay. Sind die zwei noch andere Ziele? Sagen? Ja, bitte. Wir müssen sehr. Ich glaube, die letzten zwei Jahre, was ich mitgekriegt habe, war so Hochschaband der Gefühle, war es im Herbst erster, dann glaube ich, waren wir die zweitschlechteste Mannschaft, glaube ich. 15 waren wir dann. Also eigentlich eine kleine Katastrophe. Das heißt, sowas soll man verhindern. Das wollen wir nicht mehr durchmachen. Wir wollen das den Fans auch nicht antun. Wir wollen eine Konstanz reinbringen und ich sage lieber, du bist irgendwo im Mittelfeld vielleicht ein ganzes Jahr und kannst dann ein Jahr später dich steigern und vielleicht oben mitspielen, als diese Hochschabahnen. Wir wollen Konstanz reinbringen und das ist was sehr wichtig ist für uns, wo wir aber jetzt mit dem jungen Kader natürlich ein bisschen Geduld brauchen, aber ich glaube, das ist was zu schaffen wäre und wie gesagt, mir ist wichtig, dass die Leistung passt. Und ich will mich jetzt nicht festlegen auf einen Tabellenplatz, weil das immer schwierig ist. Wie der Dino sagt, wir müssen analysieren unsere Leistung und nicht immer die Ergebnisse. Aber natürlich wollen wir eher im oberen Drittel mitspielen, also im unteren ist klar. Aber wie gesagt, der Start der Saison ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell, ganz wichtig. Und wenn wir den gut erwischen, dann ist einiges möglich natürlich. Vielleicht jetzt für einen Trainer eine Frage, ist das nicht die angenehmste Situation, wenn man so im mittleren, oberen Drittel mitspielt, immer da sich gefestigt hat, dass er richtig in Ruhe arbeiten kann und weiterentwickeln kann? Nein. Ich bin zu ehrgeizig für sowas. Also ich möchte, wenn es geht, morgen aufsteigen und morgen Erster werden und die Meisterfeier, die Meisterschale in den Händen tragen. Ich weiß, dass es nicht spielt. Ich bin ein eher ungeduldiger Mensch. Aber ich möchte jede Woche gewinnen. Deswegen setze ich mir keine Ziele, was in einem halben Jahr sein wird, sondern wir schauen jetzt Woche für Woche. Ich möchte jedes Match gewinnen und lass das auf mich zukommen. Mir wäre lieber, ich wäre jetzt so eine Mannschaft, wo ich sage, wir wollen unbedingt aufsteigen, wir sollten es schaffen.
weil dann hast du wirklich ein Ziel. Unser Ziel ist jetzt eher, Leistung abzurufen, Spieler zu entwickeln und ja, vielleicht einmal die ganz Großen auch ärgern. Wenn du gerade das Sprachrohr hast, eine Zusatzfrage zum ersten Block, zum zweiten Block zu dir. Grün-Weiß-Blau, Rapid und der SKV, sagt dir das noch was? Habe ich schon mal gehört, ja. Nur so eine Frage. Gehört, ja. Nur so eine Frage. David, Ziele? Ich bin da jetzt nicht ganz so defensiv. Nein, also ich muss schon sagen, Google hat angesprochen, dass wir einen schlechten Frühjahr gehabt haben. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass wir eigentlich die beste Saison seit der Blau-Weißen 21-Jahr-Geschichte gehabt haben. Mit der letzten Saison Platz 5 in der zweiten Liga hat es so noch nie gegeben, haben wir so noch nie zusammengebracht. Wir wissen, dass es Probleme gegeben hat im Frühjahr. War zum einen, ich habe es zwar immer negiert und mich vehement dagegen ausgesprochen, aber diese Lizenzentscheidung war sicher ein Thema, das in die Köpfe herumgeistert, der Spieler, das Auch der Fans, logischerweise, aber wir reden jetzt mal von der Leistung von den Spielern, nicht von den Fans. Ja. Und das war sicher auch ein großes Thema, dann das Verletzungspech, was wir gehabt haben, wobei das Thema Verletzungspech auch nicht mehr hören kann, wo ich auch schon mal gesagt habe, dass wir eben uns da auch jetzt weiterentwickelt haben, mit eben auch in der medizinischen Abteilung einiges umgestellt haben. Eben auch schauen, dass man präventiv mit einem Konditionstrainer, der präventiv mitarbeitet, der den Gogo unterstützt, dass man einfach diese Verletzung, ich sage, wir können von Verletzungspech reden, aber es ist trotzdem auch, wenn du Pech hast, aber es sind 60-70% auch selbst verschuldet und da muss man auch ansetzen, da haben wir auch angesetzt, wir haben auch mit dem neuen Polarsystem, was ich erst bei der Mitgliederversammlung schaue, ein Tracking-System, wo jeder Spieler beim Training überall überwacht wird und auch bei den Spielen das auch dazu beitragen soll, dass solche Sachen immer vorkommen, das ist also immer entscheidend. Und ja, nichtsdestotrotz haben wir trotzdem die beste Saison in der blau-weißen Geschichte gemacht. Und da wollen wir natürlich weiter ansetzen. Ich glaube auch, der Gogo hat auch was gesagt, dass der Kader in der Breite definitiv besser ist. Wir haben letztes Jahr gewusst, wir haben den Abgang von Stefan Haudung, der kaum zum Ersetzen war, weil wir einfach auch gewusst haben, dass wir damals in der Transferzeit gemeinsam mit Sager, der Thomas, gesagt hat, okay, wir haben das Budget, wir müssen ein bisschen ein Risiko gehen. Wir haben vor 17 Feldspielern haben wir gewusst, dass 12, 13 gut sind, spielen können. Wenn wir keine Verletzten haben, dann werden wir eine gute Rolle spielen. Das haben wir auch im Herbst bewiesen. Dann soll die Verletzungsmisere plus der Fixabgang vom Haudung dazu kommen. Und dann bist du einfach nicht mehr wirklich auf dem Level gewesen und dann mit dem Lizenzthema etc. Und natürlich auch, wo ich auch dazu sagen muss, wenn du so einen Herbst hast, wie es bei den Spielern war, dann hast du es mit der Lizenz im Kopf, mit den Verletzungsgeschichten etc. Und dann hast du eine gewisse Selbstzufriedenheit auch, das muss man auch ganz offen sagen, das dann in der Mannschaft geherrscht hat. Und dann ist es halt schwierig, dass du den Turnaround nicht mehr schaffst mit diesen Faktoren. Und den wollen wir nicht mehr. Und ich glaube auch, dass der Kader heuer in die Breite besser ist, definitiv wir auch Verletzungen wegstecken können. Und deswegen vom Ziel her möchte ich schon wieder unter den ersten fünf sein, definitiv. Und das ist auf alle Fälle ein Ziel. Schauen wir mal, wo es dann hinreicht. Und was noch für mich auch ein Ziel ist, zum Gogo letztes Mal gesagt, wie viel brauchen wir? 6 Runden zum Europacup. Also, es ist schon. Der schnellste Weg. Ja, das ist der schnellste Weg zum Europacup. Nein, es ist schon wichtig für mich, sagen wir. Wir haben ja, glaube ich, in der letzten Zeit uns im Cup nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. Noch nie. Also, das stimmt. So, eine Saison. Aber St. Peter in der Aussage. Zwei Spieler gegen Red Bull Salzburg gewonnen, Herr wollte jetzt nur sagen, Cup. Ich weiß, ich war auch dabei. Aber eine Saison gegen 37 Schlechte ist jetzt nicht. Nein, aber bin ich auch. Und das ist eben auch ein Ziel, dass man sagt, okay, wir wollen auch im Cup weiterkommen, dass man vielleicht einen oder anderen geilen Gegner daheim spielen. Ist ja auch ein Budgetthema. Ist auch ein großes Budgetthema, brauchen wir nicht reden. Ja? Also darum sage ich, ich bin nicht so defensiv mit den Zielen. Also Cup-Sieg und unter die ersten fünf. Ja, absolut, da bin ich dafür. Also ich unterschreibe sofort. Ich glaube, einen kurzen Applaus könnte man da jetzt reinspielen. Zum Thema Verletzungspech, Gogo. Backup 1b, bitte.
Ich möchte nur ganz kurz was zu den Zielen sagen, weil mir das so angekommen ist, nachdem wir jetzt immer gehört haben, einen sehr jungen Kader mit vielen Potenzialspielern, war es auch ein Ziel für mich als Verein, jetzt einmal zu sagen, wir wollen einmal ein, zwei Spieler verkaufen in den nächsten Jahren. Also deswegen haben wir das auch gemacht, deswegen haben wir den jungen Spielern auch längerfristige Verträge, das wir geben, dass es dann immer passiert, dass vielleicht, so jetzt wie es bei einem Gurgi ist oder so, dass der dann zwei Jahre später Champions League Qualifikation spielt und der Verein schaut durch die Finger. Ja. Nein, aber das ist schon das Ziel, was ich mit David auch besprochen habe, bei meinem Antritt, dass ich immer gesagt habe, das sind halt dann die paar hunderttausend Euro vielleicht, die wir dann mehr in der Kasse haben gegenüber anderen Zweitliga-Vereinen, wo man einen Spieler verkauft, wo es dann halt einmal ganz vorne stehen kannst. Gogo, aber meine Frage jetzt, die ich vorher noch stellen wollte, Backup 1b Richtung Verletzungspech. Wir haben letztes Jahr sehr viel mit 1b gespielt, das waren glaube ich dann mit bis zu 6-7 Spieler, nicht nur auf der Bank, sondern glaube ich 5 am Förder. Wir sind jetzt aufgestiegen in der 1b, Gratulation dann nochmal dazu zu den jungen Helden. Nicht 1b, heißen sie jetzt nicht mehr anders. Blau-Weiß-Wings, meine Jungs, genau so wird's. Super noch. Aber ist das ein Backup schon oder brauchen die nur 2-3 Ligen, dass dann wirklich einspringen können? Ich glaube, wir von der Kampfmannschaft haben alles unternommen dafür, dass die Amateure oder die wilden Jungen, wie es heißen, die Jungen von uns, dass sie aufsteigen. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen, glaube ich, jetzt in der Landesliga. Es ist schon ein Riesenunterschied, ob man jetzt in der ersten Klasse spielt oder in der Landesliga. Und deswegen ist das natürlich jetzt, wie es gesagt, man erntet jetzt die Früchte von dem, was man gesehen hat. Ich glaube, der Erno Thoma, der war derjenige, der sehr, sehr viele, mein Assistenztrainer, der sehr viele junge Spieler aufgebracht hat in den Amateurkader. Und deswegen, wenn wir das kontinuierlich so weitermachen können, glaube ich, wäre es schon sehr, sehr fördernd für den Verein. Und wir haben jetzt mittlerweile schon 2-3 Spieler, die bei uns mittrainieren, die auch Potenzial haben, die ihre Leistung gezeigt haben gegen diverse Mannschaften, so wie Roter Stern Belgrad oder 1860 München, wo man den einen oder anderen Spieler spielen haben lassen, der sehr überrascht hat. Menedi oder Ablinger. Und Tom Baxi ist jetzt auch gestiegen. Tom Baxi ist jetzt fix im Kader. Also wir schauen schon auf unsere Jungen. Wir schauen schon, dass vereinsintern Jungs raufkommen, die es verdient haben. Und ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. An der Stelle noch ein Dank an die ganze Jugendabteilung, die wirklich in den letzten, seitdem du da bist, wirklich sich perfekt aufstellt und mit Roman und mit diversen anderen, mit Mario und wie sie alle heißen, da wirklich tolle Arbeit leisten. Also das sieht man dir an den Ergebnissen, also meinen nicht vorhandenen Hut. Ja, das muss ich auch immer erwähnen, dass die sehr zum Loben sind, die ganze Nachwuchsabteilung, die Arbeit, was jetzt auch gleich geleistet wird, das ist sensationell. Wir haben leider, das ist der Wermutstropfen auch an den Amateuren, das sage ich auch immer wieder, auch wenn wir sehr zufrieden mit unseren blau-weißen Jungs sind. Nur der Wermutstropfen ist, dass da eigentlich fast kein eigener drinnen spielt, weil einfach dieses Loch, das, wo ja, ganz offen gesagt wurde, dass bei Blau-Weiß früher nicht wirklich viel Wert auf den Nachwuchs gelegt worden ist. Dieses Loch haben wir noch. Wir haben da noch ein bisschen 2-3 Jahre, glaube ich, zum Überbrücken. Und dann schirmen die ersten nach. Also, wo wir, wie du auch schon gesagt hast, in diesem Alter bis zu 14, da wo wir sehr, sehr gut aufgestellt sind, jetzt sind wieder, glaube ich, 6 Spieler oder irgendwas, sind, glaube ich, bei Salzburg zum Sichtung, 6 Spieler bei Salzburg zum Sichtungstraining eingeladen worden. Also, man sieht schon, dass da brutal gute Arbeit geleistet wird und großen Dank an die Nachwuchsabteilung. Und was ich nur dazu sagen möchte, wo ich mich auch bedanken möchte, der Gogo hat das vorher angesprochen, dass der Verein oder die Profiabteilung eigentlich, denen das sehr, sehr wichtig war, dass die Amateure, die blau-weißen Jungs eben auch aufsteigen. Das ist ja so eine Geschichte am Rande, das keiner mitgekriegt hat. Dann war das der Gogo nach Lafnitz gefahren, was kein Trainer sonst gemacht hat, das muss ich auch ganz offen sagen. Ich war komplett überrascht aufgrund der Entscheidung, der mit einem Tormann nach Lafnitz gefahren ist. Das heißt, der Schmidt-Nickel hat das entscheidende Spiel gegen Freistadt gespielt und das würde ein normaler Trainer, also wenn das von der Amateurseite oder von meiner Seite gefragt worden wäre, hätte wahrscheinlich gesagt, wer da spinnst du? Ich kann nicht mit einem Tormann in einem Profispiel nach Lafnitz fahren, auch wenn es das letzte Spiel ist.
Und für den Gogo war das überhaupt kein Thema. Er hat sofort gesagt, wir geben Schmidt nicht Jahre, fahre mit einem Daumen hin und im Notfall nimmt er sich selber die Handschuhe mit. aber das war jetzt, aber gesehen. So, das nicht ganz so gesagt. Aber das ist schon großartig, das muss ich schon sagen. Das zeigt eigentlich, wie weit unser Trainer da denkt in diesem Bereich, wie wichtig das ist, dass du da unten nachziehst und großen Dank für so eine Entscheidung, die für mich auch bei dem Spiel auch den Meistertitel braucht und da die Entscheidung braucht, muss man ganz offen sagen. Ja, Gratulation grundsätzlich. Also da. Ja. Frage. Dann, vielleicht fangst du an, David, gleich. Wer wird Meister, wer wird die Überraschung und beenden alle die Liga? obwohl ich die Liga beenden hoffe. Genau, weiß ist die erste Antwort. Also alle die Liga beenden hoffe ich. Das ist natürlich, das ist ein Fakt, man weiß es auch nach dem Wegfall der Fernsehgelder, dann sind sehr, sehr viele Vereine schwer. Es ist in dieser Liga schwer, dich zu etablieren, schwer, wenn du 450.000 Euro verlierst, ist bei uns auch so, dass du einfach dann wirklich schauen musst, wie du das Geld aufstößt. Das ist nicht wenig, es werden seine Vereine schwer tun, obwohl ich die Liga immer Befürworter der Liga war. Natürlich im finanziellen Bereich ist es sehr, sehr hart. Aber ich glaube, man sieht, wenn man ordentlich arbeitet, kann man sich da auch was aufbauen. Und ich hoffe für die Liga, dass das ganz normal und dass es diesmal auch Absteiger gibt. Nicht so wie es heuer war, weil ich finde es auch katastrophal, wenn Mannschaften in einer Regionalliga Erste werden und nicht aufsteigen wollen. Also das ist für mich sowieso ein absolutes No-Go. Mannschaften, die irgendwie investieren und vorne spielen wollen und nicht aufsteigen wollen. Komisch. Komisch, oder? Ja, nein, das ist schwierig. Also, wenn du jetzt eine Mannschaft, okay, aufgrund des Stadions oder irgendwas eine Lizenz nicht kriegt, ist logisch, aber dass ich sportlich gleich von Haus aus sage, ich will nicht aufsteigen, ist komisch und das hoffe ich nicht, dass das der Fall ist und dass es auch drei Absteiger gibt. Ganz wer wird die Überraschung? Überraschung? Ja. Blaues Netz? Naja, das ist ja keine Überraschung, das muss super sein. Also, ich meine, hallo. Andere Verein, Überraschung. Ha? Wer wird dich überraschen? Was für Verein mich überraschen wird? Schwierig zu sagen. Also ich glaube, wer gar nicht für mich einschätzbar ist, ist ein bisschen der GRK. Da muss man mal schauen, was da passiert. Bin auch gespannt. Ich glaube, Dorn bin ich sehr, sehr souverän in einer Liga Meister geworden. Haben jetzt, glaube ich, nicht so viel gemacht im Transferfenster. Bin ich auch gespannt, wie die, das sind so ein bisschen diese Überraschungen. Aber ob es jetzt eine positive oder negative Überraschung gibt, kann ich nicht. Wer wird Meister? Okay, der Gogo möchte die nächsten drei Fragen beantworten. Ich gebe mal weiter. Wer soll ihn sonst nennen? Beste Antwort. Ja, ich hoffe natürlich für jeden Verein, dass er finanziell gut abgesichert ist und dass er die Saison fertig spielen kann. Das hoffe ich auf jeden Fall. Und dass es einen Absteiger geben wird oder drei, wie der David sagt. Aber ja, Überraschungsmannschaft. Ich glaube, Kapfenberg hat voriges Jahr überrascht. Ich traue Kurt Rus zu, dass er vielleicht wieder überrascht. Wahnsinn, wie der das macht mit der Mannschaft. Kann wieder überraschen, denke ich, Kapfenberg. Und wer Meister wird, ja, ich tippe. Ich? Hast du gesagt schon? Ich tippe. Ich tippe lieber nicht. Wollte eigentlich sagen. Nein, die steht in den Sternen. Passt. Dino, die drei Fragen. Ja, Meister tippt mich die. Meine zwei Vorredner eigentlich auch kein abgeben, also das tut man nicht. Ich glaube, dass wir mit unserer jungen Mannschaft, vor allem mit der Spielweise, extrem überraschen können heuer in der Liga. Bin auch gespannt, wie es die anderen Traditionsvereine geht. Auf das schaue ich halt gern. Also ich glaube, dass die Liga extrem attraktiv ist, wenn man schaut, wir in Oberösterreich mit vier Vereinen haben wir Davis, dann gibt es noch GRK, dann gibt es Wacker Innsbruck, wo ich auch gespannt bin, wie die den Abstieg verkraften. Wo ich davon ausgehe, dass die jetzt eigentlich fast mit der zweiten Mannschaft jetzt in der Liga spielen, mit der sie voriges Jahr eigentlich auch schon ganz gut unterwegs waren. Ja. Nur ich glaube, dass voriges Jahr halt über andere Verhältnisse gespielt haben, also die zweite Mannschaft, sage ich. Aber schauen wir mal, die haben auch ein paar sehr gute Spieler abgeben, wie Matthäus Taferner zu Dynamo Dresden, ich glaube, eines der größten Talente in Österreich gewesen in den Jahren. Ja, ich bin gespannt, wie sie auch Vorwärts Steyr jetzt tut, nachdem sie herumgeblieben sind. Aber das sind, finde ich,
für uns sehr attraktive Spieler und auf die freuen wir uns extrem. Zum Gogo wegen Namen in Oberösterreich, Sankt Eier heißt das eigentlich eher. Also das ist grundsätzlich. Meister, wie gesagt, muss man nicht sagen. Wen wünscht sich denn noch, wenn du sagst, so die attraktive Liga? Könnte man da schon noch ein paar Namen auch vorstellen, dass die zweite Liga richtig fett wird? Mir fallen da zwei Wiener Vereine ein, mir fallen da diverse ein Salzburger Verein ein. Wen wünscht ihr euch da in der Liga, Dino? Ja, außer LASK. Danke, erst Publikum. Ja, man, was der David halt auch gesagt hat, mal auf ein anderes Thema zu gehen, ich glaube, Cup tat uns auch sehr gut, wenn wir da mal ein, zwei Runden überstehen würden und dann vielleicht mal so ein richtiges Kracherspiel wieder hätten im Stadion. Das kann auch dann ruhiger mal dabei sein. Also würde mich extrem freuen und ja, von unten auf, ich glaube, dass bei der Vienna zum Beispiel wieder sehr gut gearbeitet wird. Genau. Und ja, am besten kann ich es nicht genau einschätzen. Schwarz-Weiße gibt es eh nur einen, der Verein, der in Österreich Zweitliganiveau hätte, weil LASK nehme ich nicht Zweitliganiveau, das muss Dritter sein. Liebe Grüße an die Friedhofstribüne auch an dieser Stelle. Also, wir würden uns halt da schon noch was anderes wünschen, außer Mauerwerk. Oder was ja, ist die Wiener jetzt? Wo spielen die jetzt? Oder ich weiß gar nicht. In der Wiener Liga. Sonst in der Liga hast du knapp nicht aufgestiegen, oder? Vierte. Das heißt, vierte, ja. Nächste wäre die Regionalliga Osten. Aber dem wieder so eine Mannschaft, wo es eigentlich sicher wieder um einen Aufstieg mitspielen. Herr Michael, unser lieber Geist im Hintergrund deutet uns wieder Zeit. Ich habe nämlich meine Ohrstöpsel schon rausgezeichnet, jetzt kann er mich nicht mehr anrufen. Ich wollte noch durchgehen, wir haben noch 20. Ja, das haben wir alles im Griff. Alles im Griff. Alles im Griff. Die Leute, die Radio nur zuschauen und zuhören und nicht da sind, die werden halt nicht alles heute miterleben. Aber ja. Unsere Gäste haben uns zugesichert, dass sie ein bisschen länger auch bleiben werden. Das ist wie Herr Michael, Sie hätten sicher noch eine Frage. Das ist wie in der Zip 2 auf 3 Sat. Das ist jetzt eine Schwede, die wir anbringen wollen. Wir müssen uns jetzt leider auf unseren Gästen von 3 Sat verabschieden. So freue ich mich, das wird noch bringen. Ich weiß, das ist versaut jetzt. Absichtlich. Ja, absolut. Das war, seit Monaten bereite ich mich drauf. Ja. Nein, was mich noch interessiert hat, ist einfach die 1B. Wir haben jetzt in der 1B sich verstärkt mit Spielern, wo man den Eindruck hat, okay, die werden ja vielleicht doch für Höheres berufen. Wie funktioniert das? Scoutet ihr und sagt, schau, wenn du jetzt in der 1B Gas gibst, gibt es Beispiele, die sagen, du kannst doch in der Kampfmannschaft vielleicht eine wichtige Rolle spielen oder tut man sich da leichter durch die Konstellation in der Landesliga? Ja, auf alle Fälle. Und für uns war es auch extrem wichtig, dass wir mit Schold und Baxi eben einen Spieler, den wir auch geholt haben, zu den, nicht zu den Ernst B, sondern zu den Aktieren oder Blau-Weiß Jungs. Jungs, geholt haben. Und das ist schon, diese Durchlässigkeit ist eben wichtig. Das war eben für uns auch wichtig, dass wir das signalisieren, dass du eben die Möglichkeit hast, über die blau-weißen Jungs in den Kampfmannschaft, in den Profikader zu kommen. Und das ist schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Da leistet der Werner Mayer extrem gute Arbeit, der da auch sehr, sehr umtriebig ist, immer wieder gute Talente holt. Man weiß ja, dass in dieser Liga ja auch schon ganz gut Geld bezahlt wird für Talente und wir halt natürlich bei den Amateuren fast nichts ausgehen können oder sehr, sehr wenig ausgehen können. Und das gelingt ihm immer, da Top-Talente zu holen. Einfach aus dem Grund, die wollen sie beweisen. Denn das war schon älter am Baxi, der gesagt hat, okay, er riskiert, er kommt nach Österreich, verteidigt nach Österreich, seine Eltern finanzieren das und, das muss man auch sagen, also sensationell. Und er riskiert das. Und das kannst du ihm nur, wenn du diese Durchlässigkeit auch aufzeigst, wenn der Spieler auch die Möglichkeit sieht, eben im Profikader zu kommen. Und das haben wir gemacht. Und das, ich glaube, funktioniert gut und da ein großes Kompliment an Werner Mayer, der das Support leistet. Damit wir alle Einspieler, Entschuldigung, der Dino sagt jetzt auch noch was, aber damit wir alle Einspieler zusammenbringen, wird jetzt erst die letzte Antwort für diesen Blog sein. Ich würde dann was zu den ganz Jungen sagen, also man kann es auch im zweiten Bildungsweg unter Anführungszeichen schaffen, wo man jetzt zwei Spieler da haben, die ja, in der Akademie weggeschickt worden sind, unter Anführungszeichen mit dem Matthias und mit Philipp Ablinger, wo wir aber glauben, dass ein Riesenpotenzial haben. Und die trainieren jetzt auch schon teilweise bei uns herum und man sieht, dass extrem was weitergeht von Woche zu Woche. Ich glaube, das kann auch der Trainer bestätigen, vor allem beim Philipp.
Und ja, ich sage, das wären auch zwei Kandidaten, wo man dann einmal nachdenken muss, ja, ob man dann einmal raufzieht. Wo spielt die ASB jetzt dann nächstes Jahr? Im Donaupark. Sehr gut. Wie ist das mit beim Training? Das hat der Fege, also die Ablinger Polder trainieren jetzt mit. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da jetzt Woche für Woche, spielen da, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 10, 15 Leute aus der ASB in der Kampfmannschaft mit oder direkt? Na, wir haben einige Spieler, die fix bei uns trainieren. Dann haben wir einige Spieler, wenn wir 1, 2, 3 Verletzte haben, die wir dann nachziehen. Und da rede ich mit Robert Bartosiewicz, dem Trainer von ihnen immer zusammen und sage, du, wer hat es verdient, wer ist für dich der Leistungsträger oder wer hat überrascht dieses Monat, wer hat es verdient. Und so sehen wir immer die Besten von den Jungs und ja, wie gesagt, sind eh schon Namen gefallen wie Memedi und Ablinger Brüder. Und ja, da kommt schon ein bisschen was nach. Also, ich bin gespannt. Das sind vier von Blät, oder? Ja, dann gibt es den Cinic Milos, der fix bei uns eigentlich mittrainiert, ja. Und ja, wie gesagt, gibt es immer wieder Jungs, die bei uns trainieren und die sich wirklich von Woche zu Woche dann entwickeln. Ja, ich kann Knopf nehmen, aber. Oh je, das ist mein kleiner Knopf, übrigens, darf ich vorstellen. Also unser kleiner Knopf, wie er auch genannt wird. Archibald El Chefe Sack. Robby hat geflüstert, wir müssen nochmal die Einspieler bringen. Weil die Radio-Dings, wir haben dann noch einen Themenblock auch noch einmal, einen ganz kurzen, wo ihr noch auch eure Liebsten im Radio grüßen dürft. Und die Agenda 24 gefragt wird, ist das ein Internetportal oder was soll das heißen? Stadionname wäre mir noch interessant, Schellodrom oder doch Huggies Place, werden wir dann noch erfahren. Aber jetzt kommen noch zwei, ein Einspieler, und zwar die Spieler trinken ja gerne auch mal was am Freitag, damit wir die richtigen Elferschützen rausfinden, wer auch ein bisschen laminiert schießen kann, haben wir gedacht, uns vom Blaugrau-Team, wir werden es testen, wer kann das. Und unser lieber Professor Fantastico erklärt Fangesänge. Jawohl. Genau. Links gegen rechts sozusagen. Also. Weil Haut im 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mach, Junge! Treffen, Junge!
Bravo! Ah, zu wenig. Bravo, Junge! Kreuzig, Alter! Und jetzt ist aus! Ende! Ja, sehr gut. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Professor Fantastico präsentiert Spaß mit Fangesängen. Ein Klassiker im Linzer Mundart gehalten ist sicher folgender Gesang. Ich bin ein Ask-Fan, ich hab ein Hirn-Zwang. Und das geht den ganzen Tag so. Der letzte Satz leitet schon die vorher erwähnte Endlosschleife ein. Wir wiederholen das Ganze. Ich bin ein Ask-Fan, ich hab ein Hirn-Zwang. Und das geht den ganzen Tag so. Blau-Weiß-Linz, du bist mein Verein. Im zweiten Teil des Gesanges erklären wir, dass wir trotz nicht enden wollender monetärer Unterstützungen nicht den Verein wechseln könnten und wollten. Und nur dass das war's, für kein Geld da wird, gangert ihn zum Ass. So, das war's heute auch schon wieder. Danke, dass Sie Professor Fantastico präsentiert Spaß mit Fangesängen eingeschaltet haben. Bleiben Sie blaukraut im Äther und TV gewogen und schalten Sie auch wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt Professor Fantastico präsentiert Spaß mit Fangesängen. Dankeschön. Katastrophe, ich habe meinen Zettel am Klo vergessen. Aber was ich total vergessen habe beim Stadion, David, Name, Stadion. 3 Millionen ist kein leerer Schaß, ich weiß schon. Die Linzer AG ist ein toller Sponsor. Und Dings, aber Shellotron oder Huggies Place oder so hätte dann auch wieder was, oder? Ja, grundsätzlich hätte es was, aber man muss ganz realistisch bleiben. Du kannst nur konkurrenzfähig sein, wenn du ein Stadion hast, wenn du das einfach vermarktest. Das heißt auch den Namen vermarktest und verkaufst. Auch das Weserstadion wurde mir zugetragen, dass es jetzt einen anderen Namen kriegt. War ja ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Bei der Mitgliederversammlung ist jetzt aber der Name Harald Renner Stadion, glaube ich, beschlossen worden. Also für die nächsten 2 Jahre würde das dann schon stehen. Jetzt im Donaupark? Ja. Ja, das verdenke ich definitiv aus, ja. Genau. Das Knopferl fragt, ob es noch ein Bier holen soll. Ja, unbedingt. Knopferl, bitte macht das, gell, ganz lieb. Mir aber auch, gell? Nein. Jetzt sind die Fragen auch wieder da, Gott sei Dank. Agenda 24, ist das korrekt, dass ich das gehört habe? Dass die Jahreszahl geändert worden ist? Nein, ich glaube, wenn man sich die Agenda 2027 anschaut und die einzelnen Teilziele ansieht, sind wir definitiv vorneweg. Also sind wir schon 2-3 Jahre vorne. Und warum nicht Agenda 2027 und da in Richtung Bundesliga zu gehen? Bin ich voll dabei. Wie gesagt, 24 hat mir in meiner Zeit um die 2000er, wie ich im Internet gearbeitet habe, immer waren jede deppere Seite hat Gold 24 und bla 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 24. Das ist kein Internetportal. Nein, wir haben definitiv. Also wenn man die Agenda hernimmt und die einzelnen Ziele, die einzelnen Teilziele hernimmt, aber nicht mehr relativ viel gejammert wird, sind wir bei Weitem voraus. Und deswegen, warum nicht 3 Jahre vorziehen? Google, Agenda 24, bist du dabei? Eh klar. Super, passt. Das wollte ich hören. Dino, von dir noch eine Abschiedsfrage fürs Radiopublikum, das leider nicht da ist heute und dann leider die geilsten Sachen noch versäumt. I tell you, it would be magic. Also nur so ein bisschen ein kleiner Hint. Für die Leute, die jetzt noch im Studio da sitzen. Dino, wie geil ist, dass du wieder daheim bist?
Ja, ich wollte mich vorher noch mal bedanken auch für den warmen Empfang. Also ich freue mich extrem, dass ich wieder zurück bin bei dem Club. Ich habe als Spieler da eine extrem schöne Zeit verbracht und ja, freue mich extrem und habe jeden Tag Spaß an der Arbeit. Es ist im Radio schon wieder Zeit fast für 1:0 für die Liebe. Wir müssen nur kurz was erzählen, was im Radio natürlich auch wichtig ist. Das Pokalspiel, jetzt darf man es mir erzählen. Genau, das Pokalspiel ist am Samstag, jetzt bitte korrigiert es mich, ich glaube 19 Uhr nämlich untypischerweise, kommenden Samstag in Leobendorf. Wir haben zuerst diskutiert, ist Leobendorf eine Weingegend, ich glaube gerade noch nicht. Wo ist das überhaupt? Naja, da ist dabei schon da. Ja, genau. Ist da. Ja, also Wachau ist schon vorbei und ja, genau. Die Kante fängt gerade an, das ist so ein Mittelding. Der Gogo war es vielleicht noch genaueres. Was ist der beste Weinheiliger dort? Weißt du das? Nein, trinkt natürlich keinen Alkohol. Ich bin ein Biertrinker. Also ja. Klar, einmal im Monat oder vielleicht. Als Wiener? Wirklich? Ja, ja. Aber Leobendorf ist neben Kornalbau. Das hat, genau. Es ist Wien Nähe, sehr Wien Nähe. Ja, genau. Es gibt doch. Endlich. Ich bin doch endlich. Ein Auswärtsbus, oder? Ja. Ein Auswärtsbus gibt es auch, ja genau, das kann man über Facebook und über ASB sicher sie noch erkundigen, wie das weiterläuft. Vielleicht wird es über das ASB sicher nochmal eingespielt. Der Auswärtsbus, Fun Fact, fährt schon um 14.30 Uhr weg. Fun Fact? Nein, ich finde es witzig, weil ich glaube 2 Stunden bis zum Leobendorf, wenn du nicht aufs Klo musst. Das heißt, wenn du aufs Klo musst, bist du dann fast 2,5-3 Stunden. Dann sind wir dann schon sehr bald dort. Herr Michael, ich kenne dich, wie lange du aufs Klo gehst. Also daher. Es wird ja 14.30 wahrscheinlich nicht 14.30 sein, aber der Plan ist, für Romanenbus, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, Peter, kannst du nicken? Ja. Ja, 14.30 Abfahrt, das heißt 15 Uhr spätestens sind wir da, es passt es. Der Dino? Ich kann nur allen Fans sagen, also fahrt hin, ich war voriges Wochenende schon dort in Leobendorf, weil ich einen Gegner beobachtet habe und es ist ein sehr netter kleiner Fußballplatz. Gibt es einen guten Wein? Wirklich ein schöner Fußballplatz. Die nächste Blaukrautsendung wird im August stattfinden. Ganz gut, Fans. Du hast Leobendorf angeschaut in einem Aufbauspiel im Jahr gegen irgendwen? Ja, gegen Stadlau. Stadlau. Und? Ich muss ja von Stadlau. Ja, jetzt klingt das total überheblich, aber ist Leobendorf so, dass wir können uns gefährlich werden? Man wird es nicht voll. Respekt muss man auf jeden Fall haben. Es ist sicher eine der besten Regionalliga-Mannschaften in der Ostliga, das kann ich schon mal sagen. Der zweitbesten Regionalliga. Genau, der zweitbesten Regionalliga, einer der besten Mannschaften. Nein, also muss auf jeden Fall Respekt haben vor dem Gegner. Wir haben mittlerweile hat der Trainer da ein Video gesehen mittlerweile. Und ich glaube, wir kennen den Gegner jetzt sehr gut, aber wir dürfen auf keinen Fall unterschätzen. Gibt es da so die All-Stars und ob Kapperten irgendwie Ex-Bundesliga-Spieler? Bei Leobendorf? Weiß ich nicht. Ich spiele zum Beispiel der Andi Tiefner dort, der mal mit mir noch Andi Tiefner! Großartig, der Reichsbruder zum Beispiel. Ja. Genau. Der war Stürmer und dann Verteidiger gespielt. Bei uns war er Stürmer. Bei uns war er Stürmer, aber ist dann. Ich glaube, ich war. Aber die nächste Blaukraut-Sendung, wir werden jetzt dann im fünften Teil noch darüber reden, die nächsten Fragen von meinem Michael noch bereinigen. Die nächste Blaukraut-Sendung ist wieder im Radio ganz normal. Mit dem Claudio, ich habe die Welt gesehen, Mülli, Gentile, Claudio, Groundhopping, vielleicht noch mit Zusatzgästen. Applaus bitte, Applaus. Aber, wie üblich bei der Radiosendung ist, dass die Gäste wieder die letzten Worte haben. Fangen wir vielleicht, du kriegst sogar mein Mikro jetzt, David. Wenn der Gras kann, das kann erwischen. Nein, was soll ich jetzt sagen mit den letzten Worten? Ich habe mir gedacht, wir reden nachher noch weiter. Also, da war's, also im Radio. Also jetzt wäre es quasi der Klassiker mit den Zuschauern von Dreisat zu verabschieden. Ja, genau. Also wir verabschieden hier offiziell die Radiohörer mit einem dreifachen Hip-Hip. Ziegezack. Nein, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank. An alle Radiohörer und schönen Abend noch und Prost und Gesundheit.
Du darfst auch noch was sagen am Schluss zur Radiohörer. Du darfst nachher zu dem Gast dann auch wieder was sagen. Also, klar. Gästen hier. Ja, danke, dass ihr eingeschaut habt, heute wieder bei Plugground FM. Es ist eh vorbei, glaube ich. Sagen wir mal, ja. Ich glaube, Entschuldigung. Sagen wir noch mal, ja. Jetzt nicht mehr. Okay. Also wir können ganz in Ruhe weitermachen. Peter, erzähl. Der Herr Michael hat wieder das Ende wieder total verschoben. Ja, das ist ein bisschen... Ja. Entschuldigung. Aber übrigens, ich muss dazu sagen, ihr wisst gar nicht, wisst ihr, welches Leiberl das ist, was der Herr Michael hier trägt? Ich werde vielleicht kurz mich umdrehen. Man könnte vielleicht das Schallerbach als Tipp... Das ist die Nummer 9. Ich habe dieses Dress... bekommen in der Grazer Grum. Da hat die Nummer 9 vom FC Bloggers Linz, damals der Markus Magic Hubich. Hey. Diese Magic Hubich. It's Magic. Magic Hubich. Magic Hubich. Weil hat der Max Hubich das Leiberl in die schon sehr leere Tribüne geschmissen. Und auch wie drauf. Jetzt ist es ausgezogen einfach, dass ich ohne was er gefragt hat. Ja, großartig. Aber danke für die große Überleitung. Der Markus Magic Hubich ist nicht nur ein wahnsinnig genialer Fußballer gewesen, sondern ist auch ein wahnsinnig genialer Mensch. Ich habe jetzt meine Notizen irgendwie verloren, offensichtlich. Wie alt drauf? Witzig. Danke an das Publikum, die Tipps sind voll das wert. Der Markus Magic Hubich ist ein extrem guter Mensch. Und ja, und hat dementsprechend was ziemlich Cooles gemacht. Und wenn wir jetzt technisch so weit sind, dass wir den Einspieler Nummer 4 zusammenbringen, dann würde ich sagen, bitte Bühne frei für den Markus Magic Hubich. Hallo, grüß euch, ich bin euch Magic. Wie kennt man nur aus meiner Fußballzeit, aus meinen zwei Herzensvereinen, Vorwärts Steyr und Blau-Weiß Linz. Ich war am 13. Juli um 9:30 habe ich gerade was Besonderes vor. Ich fahre mit meinem Schatz, mit meiner Michaela, fahre nach Innsbruck zur Europabrücke. Ich werde das auch live filmen. Ich lege dort einen Bungee-Jumping-Sprung hin für das Erlebnishof Kumpelgut. Das ist für krebskranke und schwerkranke Kinder. Und das Besondere daran ist ja, ich habe das Batman-Kostüm, weil die Kinder glauben an Helden. Nicht? Und ich wünsche mir von Herzen, dass sie einfach gesund werden. Und werde mir auch meine persönlichen Ängste stellen, meine Kinder haben auch Ängste. Und würde es einfach wahnsinnig toll finden, wenn ihr meinen Post teilen könntet, also etwas spenden. Bis bald, euer Magic. Und ist es soweit? Ich habe nicht so gut geschlafen, weil ich habe Höhenangst. Was macht mir heute überhaupt nichts? Es geht ein bisschen. Ich zwicke meinen Hintern zusammen, ich springe heute oben für die Kinder. Und ich hoffe, dass also Alex einer kommt für die Kinder. Für guten Zweck. Das Leben ist auf Kuppelgut. Und ich möchte den Jürgen noch mal erwähnen, der was vor 8 Jahren gestorben ist. Jürgen, dein Projekt lebt. Dort dürfen sich alle Kinder, die was schwer krank sind, kostenlos erholen. Und das ist wirklich eine super Idee. Und was ist mit den Daumen? Los geht's! 5, 4, 3, 2, 1, Batman! Markus Magic Hubich. Genau, besser bekannt als Ex-Profi-Fußballspieler von Blau-Weiß Linz, der auch vor einiger Zeit an das Kumpelgut herangetreten ist und gesagt hat, ich liebe Kinder, ich möchte etwas Sinnvolles tun und vor allem der Markus ist ein Mann, der gemeinsam mit unserem Initiator, mit dem Jürgen Müller, der diese Idee zu diesem Erlebnishof gegründet hat und auch wirklich umgesetzt hat bis zu seinem Tod, in derselben Fußballmannschaft gespielt und daher freut es mich umso mehr, dass ich ihn kennenlernen darf. Und er hat gesagt, ich stelle mich meiner größten Angst und die größte Angst war eigentlich die Höhenangst. Und was hast du heute um 9 Uhr in der Früh in Innsbruck geleistet? Ja, ich bin mit dem Babykostüm bin ich 192 Meter Höhe hinuntergesprungen und habe dadurch meine Höhenangst überwinden können. Ich habe gesagt, die Kinder haben auch Ängste und das passt mit mir zusammen. Und ich will mich bei dir, Florian, bedanken, dass du mir auch die Möglichkeit gegeben hast, zu springen für euch. Und wir werden in nächster Zukunft natürlich viele Sachen für euch leisten.
Der Markus hat nicht nur das Kumpelgut in vielen unzähligen Radiosendungen auf das Kumpelgut aufmerksam gemacht, sondern er hat ebenfalls zum Spenden aufgerufen. Und wir haben gesagt, heute stehen die Spenden im Zeichen von Paul Lewitt und seinem Team, weil deine Spendenaktion auch noch läuft. Und wir möchten da noch nicht zu viel verraten. Sie wird jetzt nur circa einen Monat laufen. Und dann werden wir ebenfalls die Spendensumme bekannt geben. Aber wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank und wir freuen uns. Du hast deine Angst abgelegt und du hast somit das Kumpelgut noch mehr promotet und vor allem du hast ebenfalls unseren Familien mit schwerkranken Kindern geholfen und mich freut es irrsinnig und vielleicht finden wir heute die Möglichkeit, dass wir über den Jürgen Müller, der uns von oben hoffentlich zuschauen wird und auf uns alle stolz ist, einfach einmal drüber sprechen. Ja, großartig, oder? Also kurz. Telefonieren können wir, glaube ich, erreichen wir gerade nicht. Nein, leider erreichen wir gerade nicht. Aber ich wurde vom Herrn Fahnenschwenker, zweiter Dino bei Blau-Weiß, natürlich aufmerksam gemacht, irgendwer von euch hat einen Strafzettel gesucht. 926. 926. Schreib's auch im Verein, das geht schon an. Am Archie, genau. Ja, ich schreib's auch im Verein. wunderbare Sendung. Der Michael hat sicher noch eine Frage. Ich bin gerade die Situation sehr, sehr aufmerksam. Mit Plan. Jetzt bin ich Steiereck wieder ein. Ja, Steiereck, das ist leicht. Steiereck. Vor allem mit Doppel-G geschrieben, gell? Ja, ja, ja. wir möchten uns ganz herzlich bei. Hauptsächlich auch bei euch, die da im Studio sitzen, da bedanken. Studio, wie ist der Herr Archi und die Jungs an der Technik, ganz, ganz liebe Danke an die Leute. Vielleicht kann der Archi noch die Namen sagen, Michael, wenn du kurz das Mikro reichst. Der Erich sitzt auf jeden Fall im Radio Froh Studio. Genau, als erstes möchten wir uns immer beim Erich Klinger bedanken, der die Radio Froh Technik für uns macht. Der schon diverse Male eingesprungen ist, wenn wir jetzt spät gekommen sind bei der Radiosendung. Ja, und uns jetzt mal freundlichst ankündigt, da möchten wir uns auch nochmal herzlich bedanken. Ja, und ein riesen Dankeschön an alle, die mitgemacht haben, sei es an der Technik, sei es an der Moderation. Also, mir hat es voll getaugt. Ja, danke, ist gut. Das war die Hauptsache. Wegen dir haben wir es gemacht, ja. diese Sendung wird im Ganzen oder in Häppchen auf VTV also, ausgestrahlt? Die Beiträge werden nach und nach einmal ausgeschnallt. Die VTV soll so bald wie möglich auf dem YouTube-Kanal sein vom Verein. Super. Also auf jeden Fall die Woche noch. Und jetzt darfst du so lange reden, wie es wollt, und Dino, du darfst anfangen. Also du bringst ganz kurz YouTube, VTV. Also wenn ihr irgendwie jetzt Radio darf man nicht mehr zu. Also nur noch für euch, YouTube VTV ist ein wahnsinnig lustiger Internetkanal vom Edgeblog Nitz. Er abonniert ihn oder abonniert ihn oder nicht. Abonnieren, genau. Je mehr Abonnements wir haben, desto cooler sind wir. Genau. Wenn wer Fragen hat, weiß genau die Möglichkeit. Jetzt darf es an die Leute Fragen stellen und ich würde sogar herumrennen. Nein, warte mal. Ich hoffe nicht, dass wir fragen. Hat irgendwer noch eine Frage vielleicht? Da. Ja, bitteschön. Vielleicht nur ganz kurz ein paar Infos zu dem Spieler, der angeblich im Flieger sitzt und am 5. in der Früh in Wien landet. Der muss ja von irrsinnig weit herkommen. Wer ist das? Was kann der? Ein paar Infos vielleicht dazu. Ja. Das ist auch ein Spieler, der schon im Frühjahr einmal da war zum Trainieren. Oder fast 4 Wochen schon da war, also den man sich sehr genau angeschaut. Ist auch ein sehr junger Spieler, also gleiches Alter wie der Danilo Mitrovic, glaube ich, 2001. Ja. Und kommt von der Elfenbeinküste, dort von der besten Akademie und wir haben sie den extrem genau angeschaut und glauben auch, dass das so ein Potenzialspieler ist, der einen richtig guten Weg machen kann. Und den haben wir quasi verpflichtet, also unterschreiben wir so. Der Sekou Silla. Ist aber jetzt kein Spiel.
kein Spieler für die 1B, also für die 1B, Entschuldigung, kein Spieler für die blau-weißen Jungs, sondern ein Spieler für die Erste. Also für die Profis. Er wird natürlich auch ein bisschen brauchen, bis er sich adaptiert an das Ganze. Der ganze Prozess mit Rot-Weiß-Rot-Karte und so wird natürlich auch ein bisschen dauern jetzt. Also geht davon aus, dass er dann zweite, dritte Runde Meisterschaft spielberechtigt ist, frühestens. Ja, ist er 6er, 8er, zentraler Mittelfeldspieler. Und ja, erinnert man vielleicht auch noch was dazu sagen. Ja, auch eigentlich ein Mentalitätsmonster. Der hat den Jungs richtig weh da beim Training. Also da sind schon auf Zeiten gesprungen. Also ist einer, der sich überhaupt nicht schont, der das auch als seine Chance sieht, nach Europa zu kommen, natürlich. Schwer in Ordnung, der Bursch, der war fast 4 Wochen bei uns. Also der ist von Training zu Training besser geworden und dann haben wir gesagt, den wollen wir verpflichten. Der ist 18, nicht einmal 18 Jahre noch. Der wird erst, glaube ich, Ende der Woche 18 Jahre alt, am 20. Juli. Das heißt, das ist auch so ein Potenzialspieler, mit dem man vielleicht auch einmal was verdienen kann, der aber auch vielleicht die eine oder andere Runde in der 1B-Mannschaft spielen wird, wollte mir der Name nicht ein. Blau-weißen Jungs, genau, Entschuldigung. Ich will mal die Wilden sagen, aber blau-weißen Jungs, die Wilden. Finde ich eh besseren Namen. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, wenn du bei der Mitgliederversammlung die Wilden hier. Also der wird sicher auch die eine oder andere Partie bei den blau-weißen Jungs spielen, weil er eben auch Spielpraxis braucht natürlich. Aber den werden wir auch natürlich Zeit lassen müssen, weil ja, die Mentalität, alles auch, die Traditionen ganz, ganz anders sind natürlich, wie man weiß, in Afrika. Und ich glaube, dass da Riesenpotenzial da ist. Sonst frage ich was. Michael, hau rein. Bitte. Die blau-weißen Jungs, was ist da jetzt der Plan? Durchmarsch in die Landesliga oder? Oberösterreich-Liga dann. Oberösterreich-Liga meine ich die echte Landesliga, nicht die Ost und West, sondern die echte. Nein, ich glaube, jetzt dort einmal etablieren, aber ich glaube, dass, wenn man die Mannschaft gesehen hat letztes Jahr, und ich glaube, dass jetzt nur mehr verbessert worden ist, wenn man die Spiele letztes Jahr gesehen hat, speziell die Top-Spiele, aber es gegen Freistadt war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, dass die Mannschaft auch wieder im vorderen Drittel mitspielen kann. Und schauen wir mal, ob es das zusammenbringt, diese extrem junge Mannschaft. Der alte Schnitt hat sich nicht was erhöht, der war letztes Jahr glaube ich bei 18 Jahren und ist auch heuer nicht recht viel älter. Und ja, schauen wir mal, was zusammenbringt. Also das für uns ist jetzt einmal okay, die Landesliga, das muss man auch ganz offen sagen, also vor 21 Jahren hat der Verein glaube ich in der Landesliga gespielt und jetzt haben wir unsere blau-weißen Jungs dort. Und das ist okay, natürlich ist das Ziel auch, wenn wir sowas mal gehabt haben in der Agenda 2027, wir wissen, wenn wir Bundesliga spielen wollen, dann brauchst du auch vom Unterbau her oder auch von den Amateuren, dass du da in der Oberösterreichliga spielst. Aber das muss nicht nächstes Jahr passieren, sondern das ist auch ein Plan, das sind in den nächsten Jahren, natürlich ist das Ziel Oberösterreichliga. Da muss ich trotzdem eine Frage dranhängen. Akademie, geht das in ich bilde mir ein, ich habe einmal gehört, pro Bundesland sind nur 2 Akademien erlaubt. Ist das eine Fehlinformation? Das ist, oder ja, geht das rein? Nein, wir werden sicher keine Akademie bekommen. Also das kann man definitiv. Das messen wir immer mit diesen 200.000 Strafe. 150 sind so und man muss sich dann trotzdem anschauen, so, wenn wir jetzt unseren Unterbau, unsere Qualität anschauen, was mir vorher schon angesprochen habe, dass wir da extrem gut sind, extrem gut aufgestellt sind. Und was jetzt ist, darum bin ich auch froh, dass es endlich mein Wunsch in Erfüllung gegangen ist und wir einen hauptberuflichen Sportdirektor haben. Und nur dazu mit Dino Vara, was für mich auch sensationell ist, was für mich auch mein Wunsch war, schon länger, glaube ich, dass man, das ist ja kein Geheimnis, dass wir 5 Jahre miteinander da gespielt haben und 5 Jahre sehr, sehr gute Erfolge gehabt haben und 5 Jahre sehr, sehr gute Freunde waren eigentlich auch. Und für mich ist natürlich jetzt das nächste Thema, dass man eben solche Projekte angeht, dass man sagt, okay, wir wollen speziell, was diesen Übergangsbereich betrifft, ein Leistungszentrum machen, dass man da, das ist jetzt natürlich keine Akademie, aber Klagenfurt-Weidhofen lebt das auch ein bisschen vor, wie man da auch ein sehr, sehr gutes Leistungszentrum machen kann, sprich mit Schulmodellen zusammen, mit Lehrlingsmodellen, das sind alles so Themen, die in der Schublade liegen oder die im Kopf habe, aber noch nie umsetzen habe können, weil ich einfach zu sehr ins Tagesgeschäft involviert war.
und das ist das Nächste, was wir angehen wollen, dass wir da einfach wirklich diesen Übergangsbereich, sprich also ab U14 bis rauf zu den Amateuren eben noch stärken, dass wir einfach auch diese Spieler, wie es war, ob die Ortlechners, Schobesberger etc., die keine Akademie gemacht haben, dass wir denen solchen Spielern auch Plattformen bieten können und solche Spieler auch an den Profifußball heranführen können, und das ist das große Ziel und das ist unser nächster großer Schritt, den wir da angehen müssen. Die Käfigkicker, wie mein Witz sagt, oder Gruber? Ja, es gibt nicht nur die Käfigkicker, es gibt eben diese retardierten Spieler, also die jetzt noch hinten nach sind, also noch nicht vom Alter, also vom Alter schon so weit sind, aber von der Entwicklung noch nicht so weit sind, von der körperlichen Entwicklung, und die musst du einfach abholen, weil es ist diese retardierten Spieler meistens in der Akademie kein Leiberl haben, weil sie einfach nur teilweise jetzt klein sind und welche Stichtag ist das auch? Und Stichtag-Problematik definitiv auch, die spielt auch immer mit, und solche Spieler musst du einfach abholen, dass du und dann über den, wie der Dino gesagt hat, über den zweiten Bildungsweg quasi, das er vorher ganz gut angesprochen hat, dass du da einfach diese Spieler an den Profifußball heranführst. Und da gibt es genügend Beispiele. Das muss man auch ganz offen sagen. Und das muss uns gelingen, dass wir, es gibt diese zwei Akademien in Oberösterreich, das wissen wir, und es muss uns gelingen, dass wir diese Talente, die nicht in diese zweite Akademie kommen, dass wir die abholen und dorthin begleiten, dass das wirklich Schobesberger, Ortlechners etc. werden. Perfekt. Also ich glaube, wir haben eine neue Sendung jetzt für den Herbst. Die Jugendabteilung mit David und vielleicht ein Roman kommt auch wieder mal, weil der bringt wenigstens ein Bier mit. Da vielleicht die Jugend dann wieder ein bisschen wieder in den Vordergrund stellen. Wir wollen euch jetzt nicht mehr aufhalten, ich wollte es alle haben. Ihr müsst ja morgen wieder arbeiten. Und das soll ja so sein. Nein, ich mache sogar frei. Ich mache extra frei. Aber ich bin ja halb krank. Schaut schlecht aus. Legen wir mal. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch. Ich möchte trotzdem jetzt noch ein paar Minuten oder so lange ihr wollt, Wünsche ans Christkind oder Grüße der Oma oder sonstiges geben. Ich weiß nicht, wer möchte anfangen? Der Dino greift zu. Ist ein Mann, ist ein Kapitän einfach. El Capitano. Capitino. Zuerst möchte ich mich einmal bedanken für die Einladung und auch für euer Kommen, dass ihr dem Regentreiben da beigewohnt habt. Danke, ich habe es schön ausgedacht. Nein, und ich wünsche uns einfach alle gemeinsam eine gute Saison, eine gute Weiterentwicklung im Verein und ja, hoffe, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Ich würde halt appellieren an die Fans nochmal, dass man ein bisschen geduldig ist mit der jungen Mannschaft jetzt da. Und ja, mir bleibt mir nicht zu sagen, mich freut es, dass ich wieder da bin. Und habe echte Freude an meiner Arbeit, an meiner neuen. Und ja, das war's von meiner Seite. Jetzt gebe ich weiter zum Trainer. Danke an alle, dass ihr gekommen seid. Ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, es war ein bisschen Austausch da. Ihr habt ein paar Dinge erfahren. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Regionalliga und so weiter. Ich habe einiges gelernt wieder in der Sendung und mich hat sehr gefreut. War eine sehr sympathische Runde und nachher werde ich dann sicher noch ein Bier trinken, ganz gemütlich. Und ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt, könnt ihr uns, glaube ich, jederzeit fragen. Wir sind offen für vieles. Und ja, ich sage noch einmal schönen Abend und danke. Tschüss. Der Gogo hätte eigentlich einen anderen Termin gehabt und hat den Dankenswerte abgesagt für uns. Das so bin ich. Dankeschön, Dankeschön. Ich möchte mich als erster gleich mal entschuldigen, dass ich heute so seriös war bei dieser Radiosendung, aber es waren, glaube ich, nicht ganz, weil normalerweise rennt ein bisschen mehr der Schmäh, aber ich glaube, wir haben heute sehr, sehr wichtige, sehr, sehr interessante Themen gehabt. Darum war ich auch ziemlich seriös bei den Themen. Normal bin ich es nicht. Also mir war es nicht aufgefallen, Michael ist dir aufgefallen. Nein, gar nicht, aber derzeit kommt jeder David. Jetzt kommt auf, da bist du am stärksten. Also bleibt es noch ein bisschen, wird dann unten noch so höchst vor mir auflaufen. Und was ich auch noch habe, einen Appell, und das ist, du hast das vorher ganz gut angesprochen. Also ganz am Anfang hast du gesagt bezüglich Stadion, dass du das immer auch erwähnt hast, dass
dass wir eigentlich nur als Verein überleben können, wenn wir den Donaupark wieder zurückbringen oder unser eigenes Stadion. Und das ist definitiv so. Ich glaube auch, im Endeffekt noch mehrere Jahre im Linzer Stadion hin und so gebracht. Das muss man auch ganz offen sagen. Das ist so. Und für uns ist da letzte Woche oder vorletzte Woche was extrem Gutes passiert und für uns ist das extrem toll. Nur wissen wir, dass wir noch ein bisschen hin haben zu dem Stadion, leider Gottes. Und deswegen auch mein Appell, dass wir irgendwie das ausrufen oder jeder Einklang ist dazu, dass man sagt, okay, Google wird es erst recht, bis hin zum neuen Donaupark und dass wir da einfach auch wirklich schaffen, dass wir trotzdem auch das, was wir nie so richtig geworden sind, heimisch da oben geworden sind, glaube ich, alle miteinander nicht, weil wir einfach diese Nähe zueinander gebraucht haben, also wie ich noch Spieler war, war das ja eine ganz andere Geschichte, wie wir im Donaupark gespielt haben und dass man einfach sagt, okay, jetzt haben wir eben noch drei Saisonen in Wahrheit Google und dass wir das irgendwie drüber bringen und dass wir da zusammenhelfen, dass wir die Google auch in diesen drei Jahren vielleicht ein bisschen zu unserer Heimstätte machen und dann ins Donaupark neu einziehen und da wieder familiär sind, wie wir es waren. Wir werden es bald pflastern. Ein ganz persönlicher Statement dazu, jeder wird jetzt in den nächsten drei Jahren die Plätze verdienen, wo er stehen darf, wer da ist. So bin ich überzeugt davon. Es hat schon schlechtere Zeiten gegeben, ein Plurist zu sein. Also ich muss schon sagen, mit dem ganzen Donnerpark-Thema im Hintergrund, Hype vielleicht sogar, und auch der neuen Mannschaft, die sehr vielversprechend ausschaut, ist Gott sehr angenehm, ein Schlüssel zu sein. Von dem her freue ich mich total, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass die Gäste alle da waren heute. Wir haben nicht gewusst, kommt da heute irgendwer, kommt keiner. Ich habe gesagt, 10 bis 15 bin ich schon zufrieden. Ich habe gesagt, 10 Leute waren es viel, in der 20, 30 waren schon cool. Jetzt waren es, ich habe es nicht gezählt, aber schon ein paar. Ist ein cooler Krieger, David, mag ich noch was sagen? Ich kann auch noch kurz was sagen. Also erst einmal danke, dass ihr alle gekommen seid und ein riesen Dank an die VTV-Geschichten. Also ihr habt es heute gesehen. Ich habe es schon ein bisschen vorher gesehen, ich habe mit Depper gelacht, mit den ganzen Stories, was da waren. Und das leistet schon einen immensen Beitrag auch bei uns. Also nicht nur wie wir uns als Verein präsentieren und verkaufen, das muss man auch ganz offen sagen, als wieder zum Angreifen und lustig, sondern auch in der Mannschaft. Also wenn du mit den Spielern in der Mannschaft redest, diese Aktionen taugen vor, die leben mit, ihr gebt ja durch das auch die Möglichkeit, diesen Verein zu leben. Und ich glaube, ich bin mir nicht einmal sicher, ob ihr wisst, was ihr da damit bewerkstelligt. Und das ist ein großes Dank und das ist wirklich geil. Außer dass es hier. Dass sie sich ein bisschen ziert haben, ja, weil war es dann eh. Also danach, also die erste Dings, da noch mein Dank an den Capitano, der Bernhard, Berndi ist da gleich mal von vorne Dings. Der junge Spieler, den ich jetzt den Namen wieder vergessen habe, aber hat da gleich mit zusammengetan und so. Also es war gar nicht so leicht, aber sie waren beim zweiten Dreh schon wesentlich offener. Wir freuen uns, dass ihr uns immer wieder einschaltet und immer zuhört und sowas macht. Und wir möchten uns euch gerne einladen, euch jederzeit zu melden, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr selber moderieren wollt. Im Endeffekt bleibt es wie immer am Adjian und mir hängen und wir sind langsam einfach. Ich bin begeistert, wir sind auch herzlich willkommen. Genau, also gerne. Lassen kann, das ist alles herzlich willkommen. Es gibt keine schlechte Idee, es gibt keinen, der irgendwie falsch reden kann. Und vor dem Radio, wenn man zwei. Hier Stellung. Also nach ungefähr 97 Sendungen oder so, dann kriegt man es halbwegs hin. Nein, nicht einmal jetzt. Aber es gibt meistens gutes Bier und dann Spaß und nette Gäste, mit denen man reden kann. Also meldet euch und tut was für den Verein. Und bringt sie den. Der Magic ruft gerade an. Der Magic ruft an. Wahnsinn. Die nächste Weltpremiere. Du musst einfach nur anrufen und auf laut stellen. Ja, ich muss immer mit. Sich dieses blöde iPhone übrigens, möchte ich mal jetzt kurz einmal gegen Apple-Dings.
Magic. Magic? Sprich zu uns. Ja, Magic, der Vogel ist jetzt da. Du bist live in der Sendung vor 7000 Leuten ungefähr. Ich hoffe, man hört dich. Magic, wir haben deinen Sprung gesehen. Wie war es? Hast du dich angeschissen? Ja, schon. Aber der Batman springt. Ja, ich bin gesprungen, aber es war wirklich in die Hose gemacht, es war sehr hoch. Das war ein Auge überlegt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich überlegt, wer hätte es nicht gemacht. Aber es war Jürgen Müller gemacht, das war ein Blau-Weiß-Fußballer, der hat einfach mit den Kindern so viel gemacht vor seinem Tod. Das hat mich einfach motiviert. Magic, wir werden die Spendenkanäle nur mal dann auf diversen. Warte mal, das neue Nachricht kriegt. Die diversen Kanäle noch mal einblenden. Ein Monat ist es jetzt noch offen, oder was? Die Spendenkanäle? Ein Monat ist noch offen, genau. Mir geht es ja nicht nur um Spenden. Spenden war super für die Kinder, weil es für die Kinder ja kostenlos sein soll. Mir geht es ja auch um das Bewusstsein, dass alles nicht so schlimm ist, ob man jetzt einmal eine Scheidung hinter sich hat oder ob man arbeitslos wird oder ein AMS ist. Wichtig ist, dass man gesund ist und das sollte einfach ins Bewusstsein einbringen, die Leute. Magic, danke, dass es die gibt. Wir haben ja schon beim Agentur WhatsApp-Forum vorgeschlagen, wir brauchen einen eigenen Emoji für dich. Was wäre dein Vorschlag? Wie muss der aussehen? Der Batman bin ich? Ja, ich wollte nur eins kurz sagen. Es ist mir ziemlich leicht gefallen am Springen, weil ich mir vorgestellt, ich bin eine Fledermaus und darum habe ich es geschafft. Ja, nicht ganz, ich weiß, ich hab's versaut. Das hub ich jetzt ein Magic. Aber wie immer, deswegen bin ich ein Vorsänger, ich brauche es auf Lösung. Das ist einfach so. Du, Magic, danke, dass es dich gibt und danke, dass wir dich anrufen können. Der Gogo hätte noch eine Frage an dich. Servus Max, kennst du mich noch? Ich kenne Gogo, schön, dass du ein blaues Biss bist. Dankeschön. Jetzt geht es bergauf, es dauert zwar Zeit, dann brauchst du vor Spieler, also keine Frage, es braucht wieder Trainer. Und das Glück natürlich braucht man auch dazu. Oder bist du ein Spitzenmauer, Spitzentrainer, Magic ist in Ordnung und das glaubt mir, was mit uns ist. Vielen Dank, Marc. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Ja. Markus, du hast ja damals angeboten, wie du bei uns im Radiosendung warst vor ein paar Monaten. Bist du noch immer bereit dafür uns? Ich bin bereit, sowieso. Ja, na dann ist gut. Aber du wärst ja bereit, jederzeit das Leihwahl wieder überzustreffen und die nötige Routine vielleicht zu bringen. Wenn der Schubert nicht fit wird, dann. Bei mir ist der Vorteil, wenn ich selber mittlerweile muss ich auch noch hin. Ich renne nicht viel, nicht? Aber dafür ist die Fressgefahr nicht so hoch, kann man mich besser wieder weiterverkaufen. Na, super, und vor allem man braucht nur zweimal waschen, oder bei dir immer? Genau, schwitzen wir auch nicht und leider verkaufen kommt wieder an, so schnell bei nichts rein. Du, danke, Maxi, dass es dich gibt und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im Blaugrad-Studio. Ich hoffe im Stadion natürlich und danke, dass du mir die Anrufe hast, danke, dass du zurückgerufen hast und ich glaube, ein saftiger Applaus nochmal für den Schicken. Ja, aus Kitzbühel, genau. Und ihr wisst sehen, ich mache diese Geschichte mit Dirty Dancing. Da springe ich von der Bühne runter. Mit dem Typ rein, ich schaffe es schon. Hey, perfekt, Alter, wir freuen uns wirklich. Das wird auch live übertragen. Aber nur im Radio, das wird spannend dann, wie man das sagt. Ich werde das dann direkt kommentieren dazu. Ich werde da bitte schön grüßen, weil ich was jetzt immer durchgeschossen habe. Ja, schöne Grüße. Ja. Passt. Magic, danke. Viel Spaß nach Kitzbühel. Danke. Ciao. Ciao.
Ja, so kriegt man, solche Stars kriegen natürlich einen eigenen Gesang. Beim David habe ich es nicht geschafft, den Buch zu drucken. Es war leider, ich weiß nicht, oder schlecht. Aber weil der Magic ist einfach gut. Ich meine, da brauche ich nicht diskutieren, das ist einfach der Größte der Großen. Ja, ich würde vorschlagen, die jetzt im Fernsehen dabei waren, werden auch was versammeln, weil wir werden jetzt dann vielleicht noch das eine oder andere Bier unten trinken. Wer von den drei Gästen noch da bleiben möchte, würden wir uns freuen. Der David nickt, schaut schon ganz gierig und scharf mit den Hufen. Die haben wir eigentlich schon die letzten zwei Minuten Grüße an die Oma und so gemacht? Eigentlich noch nicht, oder? Im Prinzip. Schon Samas, oder? Ja, genau. Dann, wir haben noch ein Gusterstück zum Abschluss. Ein wunderbares Video vom leider viel zu früh von uns gegangenen Fan vom Hacki in Audio, mit Sam vom Hinterland. Seines Zeichen natürlich auch ein großer Blau-Weißer und auf dem nach wie vor hässlichen Agentur-Sampler. Ja, natürlich. Ich glaube, wir haben 10.000 Stück gemacht damals. Optimistisch, aber. Es gibt ihn noch immer. Und die haben damals ein Lied miteinander gemacht, ein anderes Lied, aber dieses Lied heißt 4. Danke, dass du da warst. Wir waren ein bisschen nervös, der Michi und ich. Ja. Wir haben uns das erste Mal um 6 getroffen. Richtig? Wir haben ihn zum 6 getroffen und nach 20 nach 6 haben wir nicht mehr gewusst, was er reden soll. Ja. Ja. Aber Handy gespielt wird. Danke, dass du da warst. Entschuldigung, das ist nur so. Kommen Samstag 19 Uhr, Leobendorf, away. Ja. Aber hallo. Blau, 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 blau